Ja, und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Wir spielen dieses schöne Spiel hier. Und ja, wir, das ist der Koali, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt. Und heute in Vertretung von Lilio, die leider verhindert bzw. im Urlaub ist, spielt die Feder heute wieder Jelly. Ich bin nett. Wollen wir dem mal glauben. Und der Eraigoma spielt wie immer Aisea. Guten Abend. Genau. Und Kakko spielt wie immer Bruce. Guten Abend. Und last but not least, Feramin spielt Samantha. Hallo. Ja, wer sich heute auf einen Auftritt von Züdi als Amanda gefreut hat, die ist leider krank, also sendet mal alle ganz schöne gute Besserungswünsche in den Chat. Vielleicht liest sie da ja mit oder so. Und dann geht es ja hoffentlich schnell wieder besser. Aber wir haben ja mit Jelly und Feder ein Ersatz vom Ersatz. Quasi. Ja, wir befinden uns in der World of Darkness immer noch. Und ja, wir spielen in einer kleinen Stadt in Texas an der Grenze zu Mexiko. Die Stadt hat keinen Namen. Und unsere Vampire sind alle recht frisch in der Stadt noch. Wir spielen am, ich glaube, inzwischen ist es der 25. Oktober 2018. Habe ich das richtig in Erinnerung? Eben Ja. kurz gucken, ja. Ja. Der 25. Oktober. Und unsere Vampire sind vor ein paar Tagen erst richtig in der Stadt angekommen, beziehungsweise teilweise schon etwas länger da in Form von Bruce. Haben aber mittlerweile herausgefunden, dass es einige komische Sachen gibt in der Stadt. Zum Beispiel ist der Prinzensitz momentan vakant, aber das scheint irgendwie die ansässigen Kainiten nicht sonderlich zu stören. Beziehungsweise haben sie gerade irgendwelche anderen Probleme anscheinend, denn in der mortalen Welt gibt es eine Bürgermeisterwahl und die gilt es zu beeinflussen. Und damit unsere Vampire einen guten Stand mit den örtlichen Camarilla-Vampiren bekommen, haben sie direkt mal den Auftrag bekommen, dafür zu sorgen, dass der alte Bürgermeister auch der neue Bürgermeister wird. Nichts einfacher als das. Und die zweite Aufgabe, die sie bekommen haben, ist eine Vampirin zu finden namens Anna, ihres Zeichens die Sire von Bruce, was alle damals noch nicht wussten. Und ja, sie haben herausbekommen, dass sie damals von der Camarilla an die zweite Inquisition verkauft worden ist. Warum auch immer. Und ja, das ist alles so ganz weird. Ja, Samantha ist in die Stadt gekommen mit einem Klüngel, bestehend aus ihrem Sire Andrew, einem einem Toreador, einem Ventru namens John und einem Nosferatu namens der Dicke. Und dem Klüngel hat sich inzwischen auch Dr. Angela angeschlossen. Und ja, dieser Klüngel hat auch seine eigenen kleinen Problemchen, denn ja, untereinander können sie sich teilweise nicht so genau richtig gut leiden. Und Samantha Sire hat außerdem ein ziemliches Gedächtnisproblem. Wenn ihr darüber etwas mehr wissen wollt, dann schaut doch ja die alten Folgen noch ein bisschen an. Aisea hat seine eigenen Probleme, denn sein Sire wiederum hat hohes Interesse an dieser kleinen Stadt ohne Namen. Denn da scheint etwas merkwürdig zu sein, denn Vampire können diese Stadt nicht mehr verlassen, was Aisea sehr schmerzhaft hatte spüren müssen. Und ja, Bruce versucht eigentlich in dieser ganzen vampirischen Welt eigentlich nur normal zu bleiben. Ja, hat beim letzten Mal etwas über viel Frauen über sich ergehen lassen müssen. Ja, wurde umspielt mit verschiedenen Frauen. Ja. Ja, scheitert momentan ein bisschen daran, irgendwie, weil langsam, glaube ich, realisiert Bruce auch, dass die Welt, in der er da gerade agiert, nicht besonders freundlich ist. Und eine freundliche Seele, wie er selber, da wohl sehr zu leiden hat. Ja, und Jelly ist vor gut einem halben Jahr in diese Stadt gekommen.
und ist ihres Zeichens ein Dünnblut. Und dementsprechend hat sie Warnungen ernst genommen, sich möglichst weit von allen Vampiren fernzuhalten, denn Dünnblüter sind nicht sonderlich gern gesehen in der vampirischen Gesellschaft. Das fällt ihr relativ einfach, weil sie ja die Fähigkeit hat, auch im Sonnenlicht nach draußen zu gehen, ohne zu glitzern. Obwohl, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Ja, und ja, sie hat versucht, sich bedeckt zu halten, hat sich einen Job geangelt als Grafikdesignerin bei einem Modelabel. Und erst in der letzten Folge, in Folge 10, ist sie dann mal wieder auf Vampire getroffen und hat aber Reis ausnehmen können, denke ich. Als gerade rauskam, dass Jelly doch gar kein Mensch ist, sondern ein Vampir. Ja. Aber unsere Vampirin beim letzten Mal außerdem auch noch die Bürgermeister mal sehr gut beeinflusst, indem sie den Gegenkandidaten vom Bürgermeister unter Drogen gesetzt haben. Und Jelly hat dabei durch ein Schlüsselloch geguckt und hat entdeckt, dass dieser Bürgermeisterkandidat irgendwas auch mit Vampiren zu tun hat. Schließlich hat er Blut getrunken vom Handgelenk eines Mannes, den sie bisher auch für einen Menschen gehalten hat. Soweit meine Zusammenfassung. Wenn ihr noch irgendwas Tolles ergänzen wollt, tut euch keinen Zwang an. Keiner was zu ergänzen. Sehr gut. Dann hat die Feramin heute für euch einen Disclaimer. Falls ihr irgendwie das erste Mal zuguckt, hört mal ganz genau zu, weil da sind wichtige Sachen drin. Ja, zuerst mal. Und weg ist sie. Weg ist Feder. Die möchte schon mal nicht mitspielen. Das ist traurig. Zuerst mal ist einfach zu sagen, Feramin, dass wir hier in der World of Darkness. Oder? Nee, ist sie nicht. Ich habe nur meine Kopfhörer ausgemacht gehabt. Okay. Wir spielen in der World of Darkness. Das bedeutet, das ist ein etwas düsteres Setting und es könnten Stimmen, Dinge passieren oder auch Themen vorkommen, die für den einen oder anderen vielleicht belastend sind. In dem Fall solltet ihr dann, wenn es an den Punkt kommt, vielleicht lieber zu einem anderen Stream wechseln. Hier über Nerdpol gibt es ganz viele tolle Geschichten, die erzählt werden. Und nachdem wir in diesem Setting spielen, spielen wir halt auch Charaktere, die nicht unbedingt nett sind oder nette Dinge tun, sondern vielleicht auch mal gemein sind und solche und eben auch Leute unter Drogen setzen oder ähnliches, was aber keiner von uns real jemals machen würde. Also bitte trennt klar zwischen den Charakteren, die wir spielen und uns als Menschen im Real Life, da die Welten dazwischen. Außerdem, wir spielen hier ein Sandbox-System. Das heißt, wir haben keinen so richtig krassen Plot, der durchgeht, sondern es beruht alles auf den Geschichten von unseren Charakteren, die wir geschrieben haben, auf unseren Hintergründen. Und von daher ist es teilweise ein bisschen individuell und es kann eben auch vorkommen, dass wir nicht permanent als Gruppe zusammen interagieren. Das ist von uns aber so gewollt und auch abgesprochen. Und ihr seht ja, wir haben heute Jelly dabei. Unsere Gastspieler sind genauso vollwertige Spieler in dieser Sandbox, weil sie zu unseren Stories mit dazu beitragen oder uns neue Informationen liefern können. Die sind also nicht nur Lückenfüller, sondern gehören genauso mit dazu wie die Stammspieler. Und ihre Taten haben eben teilweise Einfluss auf das, was in unserer Sandbox passiert. Und eventuell, wenn ihr neu dabei seid, lohnt es sich einfach, unsere alten Sachen auch mal mit anzugucken, dann werden einige Zusammenhänge vielleicht klarer für euch. Jo. Ja. Ich sehe gerade irgendwie, ich habe ein bisschen Tonprobleme. Ich hoffe, das gibt sich während der Zeit. Ansonsten müssen wir gleich nochmal kurz Pause machen und Discord mal neu starten. Aber wir versuchen es erstmal so. Ja, wir schreiben immer noch den 25. Oktober 2018 und die letzte Szene, die wir hatten, waren Isaiah, Samantha und Bruce zusammen mit Jelly kurz in der näheren Umgebung des Theaters, wo die Modenschau und die Bürgermeisterkandidatenrede stattgefunden hat. Und Isaiah hatte Jelly konfrontiert und sie ist weggelaufen. Und hier können wir dann ja auch direkt wieder einsteigen, weil ihr seid ja alle zusammen, mehr oder weniger. Also Jelly jetzt nicht, aber
Sehr gut. Nur mal, damit ich die Szene ganz genau im Kopf habe, so wie sie ist. Wir stehen gerade alle drei auf der Straße. Ich hatte gerade meine tolle Ansprache gehalten und daraufhin ist Jelly abgehauen und über eine Wand gesprungen, so ungefähr. Ja? Ja, und ich meine, dass, weil Bruce ja, glaube ich, als einziger von uns drei jetzt nicht wusste, dass sie, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, wollte ja Bruce sich eigentlich auffallen, hat dich, meine ich, irgendwie so an der Schulter irgendwie so gepackt und hat gesagt, jetzt Schnauze halten, so, damit du nichts verrätst. Und dann habe ich auch gesehen, wie sie da weggesprungen, geflogen ist. Und ja, steht da mit offener Kinder, also. Jelly ist mit wirklich schneller, also mit übermenschlich schneller Geschwindigkeit, also man in so einem Augenzwinkern war sie zuerst hier, dann sofort irgendwie an der nächsten Hecke, so konnte das gar nicht richtig mit den Augen wahrnehmen. Es werde sie sich kurz ein bisschen so ein Stück teleportiert und ist dann. Isaiah hat es nur kommentiert mit, da hätte ich dann meine Antwort. Genau. Sehr passend. Ja. Genau. Genau, nachdem ich das gesagt habe, wenn ich mich zu Bruce, wir müssen gucken. Und ich fange an, Laufschritt in der hinterher zu laufen, also da, wo sie halt verschwunden ist, und versuche sie dann noch zu erblicken. Oh, ist das Fermin weg? Ja. Und wieder da. Ja, also du. Isaiah, warte. Also, wie soll ich das machen? Guckst du diesen blitzschnellen, dieser blitzschnellen Geschwindigkeit hinterher, so, wie soll ich das machen? Ich kann nicht ewig so schnell sein. Ja, also wie gesagt, es sieht nicht so aus, als ob sie schnell läuft. Es hat eher so ausgesehen, als ob sie halt im einen Augenblick halt neben euch steht, im nächsten Augenblick 5 Meter weiter, im nächsten Augenblick wieder 5 Meter weiter und so weiter. Also es ist halt, man sieht immer nur so ganz kurze Abschnitte und als ob sie sich wegteleportiert. So mal. Sie bricht das zweite Gesetz der Thermodynamik, das finde ich nicht okay. Tja. Nicht schlecht, wäre schön, das auch zu können. Ganz praktisch. Ich möchte wirklich dahin laufen, wo sie verschwunden ist, quasi zuletzt, und gucken, ob ich sehen kann, wo sie hinläuft. Ja, Jelly wird wahrscheinlich irgendwo die Straße querbefeld ein einfach weglaufen, oder? Querfeld ein trifft das ganz gut. Ich versuche tatsächlich so viel Strecke und Hindernisse zwischen mich und die zu bringen, wie irgendwie möglich. Das bedeutet, ich laufe auch nicht in einer geraden Linie, sondern ich versuche jede Ecke mitzukriegen, die ich kann. Hauptsache, ich breche den Sichtkontakt, Hauptsache, ich komme möglichst schnell irgendwo drüber, drunter, um irgendwas zwischen mich zu bringen. Das bedeutet, ich nehme Nebengassen, ich kletter über Zäune, wenn welche da sind oder ähnliches. Also ich schlage Haken, wie ein Hase. Also ich sehe, wenn du noch die Straße so ein bisschen hinterherläufst, kannst du vielleicht noch sehen, wie so irgendwie so im Parkour-Style so irgendwie auf eine Box springt und dann irgendwie so die Wand hoch, irgendwie auf eine Vorder, auf einen Sims, in das Dach hoch und auf dem Dach halt verschwindet. An der Ecke bleibe ich stehen, schüttel den Kopf. Ne? Verdammte Scheiße. Und das halt alles halt immer in diesem Blink-Style. Ne? So blinkt auf der Box, an der Wand, auf dem Vorsprung, oben auf dem Dach und weg. Dann dreh ich mich um, gebe auf und gehe zurück. Schade, dass sie so schnell verschwunden ist. Ja. Du stehst da so wie angewurzelt, halt echt so den Mund offen stehen mit so einem jetzt ist er übers Gesicht, ey. Leute, ohne Scherz. Ich hatte heute frei. Ich hau ab. Wir müssen die finden. Die wäre doch aber eigentlich ganz nett. Ja, aber wenn ich gerade jemandem erzählt habe, dass ich ein Kind bin, dann möchte ich nicht, dass derjenige einfach wegläuft. Dann möchte ich, dass derjenige sagt, oh, nett, dich kennenzulernen. Naja, aber sie ist ja irgendwie anders wie wir. Vielleicht hat sie auch schon schlechte Erfahrungen mit Inquisition hier gemacht. Ganz kurz, OT. Ich war mir relativ sicher, dass Jenny Dünnblüter ist, ne?
Ja, du hast zwei und zwei zusammengezählt. Also Ja. du hast halt gesagt, entweder ist sie in der, irgendwie ein Ghoul könnte sein, aber Ja. dafür ist dies ist da diese Atmung, diese gleichmäßige, unterschwellige Atmung, das müsste schon irgendwie ein total trainiertes, total trainierter Ghoul sein. Und die nächste Alternative ist halt, weil sie halt aussieht wie ein Mensch sonst. Und sich anfühlt wie ein Mensch und sonst irgendwie wirkt wie ein Mensch. Du hast dann davon gehört, das hatten wir ja ausgewürfelt, glaube ich, dass du das Ja. weißt, dass es sich um einen Dünnblüter handeln kann, die sowas können. Weil sie halt so dünnes vampirisches Dasein haben, dass sie immer eigentlich fast als Mensch durchgehen. Du hast sogar Gerüchte gehört, dass Dünnblüter sogar Kinder zeugen können, also leibliche Kinder zeugen können. Ist ja ekelhaft. Ja. Genau. Ich habe gerade jemandem gesagt, dass ich ein Kelly bin. Ich kann sie nicht einfach weglaufen lassen. Ich habe nicht. Ich meine, wir gehen davon aus, dass sie ein Dünnblut ist, aber wenn sie es nicht ist, dann habe ich gerade ein Maskeradebruch begangen und ihr wisst, was das nach sich zieht. Jetzt weißt du, warum ich dich davon abhalten wollte. Guck dich so richtig. Gut, dann lass sie uns suchen, aber Auch Dünnblüter sind vielleicht eine sollten. wertvolle Ressource. Und wir haben wirklich gerade massive Knappheit. Dann lass sie uns Entschuldigung. suchen, aber vielleicht sollten wir ein bisschen sanfter vorgehen, wenn sie so verängstigt ist. Du kannst einen schon einschüchtern, Aisea. Also, ach was, ach, wirklich doch nicht. Bruce, weißt du zufällig, wo sie wohnt? Ihr habt euch jetzt schon längere Zeit unterhalten heute Abend oder wie wir sie erreichen können. Ich habe sie getroffen das erste Mal in der Bar bei mir. Also, da wo ich sonst immer rumhänge. Schon früher oder heute Abend? Nur heute das erste Mal. Hm. Eine halbe Stunde bevor wir aufgeschlagen sind. Und dann hat sie sich einfach hier mitgenommen? Ja. Seid ihr auf einmal Best Buddies? Nein, Oder aber wolltest du sie an die haben. knabbern? Nein, sie hat mich nicht gefragt. Und konnte ja nicht einfach Nein sagen. Er guckt so ganz beschämt zum Boden. Der kleine Bruce konnte nicht Nein sagen. Kann ich schon, aber sie ist wieder weg. Ja, okay. Gut. Pass mal auf, Bruce. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich nochmal bei ihr aufschlage, dann tritt die mich achtkantig aus dem Rahmen. Ich Zu finde Recht. es besser, wenn du sie vielleicht zufällig nochmal triffst und Ja, ich sorry. rede mit ihr, wenn ich sie nochmal sehe, vielleicht. Ich glaube nicht, dass es was bringen würde, wenn ich doch mal versuche, mit ihr zu reden. Das Resultat haben wir ja schon gesehen. Ja, du wirkst teilweise sehr beängstigend auf Leute. Ich verstehe nicht, woher ihr das mit diesem Beängstigen habt. Ich bin ein ganz normaler Typ. Nur weil ich Anzug trage? Und weil du Anzug willst. tragen und deine Redegewandtheit. Und du warst schon etwas sehr direkt. Nein, nein, ich guck zu Samantha, nein, das war noch nicht direkt. Also, er hätte noch seine Zähne zeigen müssen, das wäre direkt gewesen. Und ich roll so die Augen und. Der Oh, Punkt geht an Bruce. und. Direkt wäre gewesen, wenn ich direkt von ihr getrunken hätte. Aber gut. Und Bruce geht direkt so ein bisschen schon langsam die Straße runter, so. Und Also, wenn wir ich. einfach, wenn Bruce und ich einfach, Bruce, gehen wir einfach dahin, wo sie wohnt? Und du gehst vielleicht vor? Ich bin auf dem Weg. Seht ihr doch gerade. Ja, Geht schon gut. so die Essen. Wie spät ist es denn gerade? So ungefähr. Wahrscheinlich so um 10. Na gut, na gut. Soll Also ich mit ich euch komme. kommen und mich einfach im Hintergrund halten, oder? Ja. Und vielleicht Oder? solltest du dich dann ausnahmsweise auch mal entschuldigen. Ich verstehe nicht, wo du die Idee hast, dass es so schwer, mir so schwer fällt, mich zu entschuldigen. Ich habe mich bei so vielen Menschen entschuldigt.
Aber ja, ich gebe dir völlig recht. Gut, gut. Dann gucke ich die beiden an. Nach euch. Nach dir, Bruce. Ja, Bruce ist schon auf dem Weg. Und ist es. Oh, hört mal auf zu quatschen. Kommt er endlich. Ja. Wir springen mal zu Jelly rüber. Wo läuft Jelly denn hin? Erstmal einfach nur wahllos in irgendeine Richtung und dann irgendwie sicher bist, dass keiner dir mehr folgt? Ja, dann steht sie wahrscheinlich irgendwo auf einer Dachkante, atmet einmal tief durch und Scheiße. Und dann fällt ihr ein, Mist, zumindest Bruce weiß, wo sie wohnt. Mhm. Und der hängt mit denen zusammen. Und die haben den Bürgermeister anscheinend irgendwie unter Drogen gesetzt. Und der Bürgermeister ist auch irgendwas mit Vampiren. Und diese Vampire. Und warum sind hier überall so viele Vampire? Und oh Gott, ich muss hier weg. Und dementsprechend wird sie tatsächlich versuchen, so schnell wie möglich zu ihrem Zimmer zu kommen, bei der alten Dame, um ihr Zeug zu packen und zu verschwinden. Mal wieder. Mhm. Weil, also sie weiß, dass wenn Leute von der vampirischen Gesellschaft wissen, also es gibt Gründe, warum sie sich versteckt hält. Wenn herauskommt, was sie ist, dann wird man sie höchstwahrscheinlich umbringen. Und sie will eigentlich nicht weg. Sie will eigentlich am liebsten da bleiben, bei der alten Dame, bei dem Kater, weil sie sich da das erste Mal seit langer Zeit so richtig wohlfühlt. Aber sie weiß, dass sie weg muss. Und irgendwie muss sie jetzt untertauchen. Mal wieder. Ja, so schnell wie möglich. Also du willst halt weiter mit übernatürlicher Geschwindigkeit dich bewegen. Ich glaube, der Adrenalinkick ist weg. Das heißt, die übernatürliche Geschwindigkeit fällt auch weg. Aber ich bin ja auch so relativ fix. Deswegen mit normaler menschlicher Geschwindigkeit wahrscheinlich an der Regenrinne runter. Und dann, gib ihm. Mhm. Vielleicht joggend. Das ist weniger auffällig, als wenn jemand rennt. Und, Okay. Gut, und die anderen, wie kommt ihr, wie folgt ihr? Also Bruce geht ja schnell in Schrittes, aber läuft jetzt ja nicht, ne? Oder? Ja, nee, der geht halt ja ganz normal dahin. Ist ein schneller Schrittes. Ja. Haben wir ein Auto? Nee, ne? Also Bruce ist zumindest mit den ÖVP gekommen. Ja. Oh, womit fahren wir? Wir sind mit dem Auto hingefahren. Dann lass uns doch das Auto nehmen, das geht doch schneller. Ja. Dann nehmt ihr das Auto. Bruce? Ja, wir nehmen es. Ja, ja. Gut, dann führt Bruce euch wohin? Ja, ich weiß ja gut, wo die alte Dame, also ich weiß genau, wo die alte Dame wohnt. Ja. Ich würde dann, ich weiß jetzt gar nicht, wer fährt, genau, ist mir egal, denjenigen halt so lotsen, dass der quasi zwei Straßenabbiegungen vorher parkt. Lass das Auto bitte hier. Kein also, Problem. Könnt ihr vorne parken. Ja, sodass ich dann quasi, dann sag, Isaiah, bleib einfach im Wagen. Okay, ich regel das eben. Ich würde dich begleiten, aber ich komme nicht direkt mit an die Haustür. Ich bleibe auch ein paar Schritte vor der Haustür stehen, aber ich würde gern mit ihr reden. Ich würde schon aussteigen, aber halt nur an der Ecke stehen bleiben. Ja, verhalte ich einfach. Unauffällig. Unnatürlich. Unnatürlich. Ja, und dann würde ich halt ein paar Schritte machen. Oder wahrscheinlich eine Minute oder so laufen. Wo dann eben das Haus der alten Dame ist. Und ich guck mal, ob die da ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, sie war ja bei ihrer Freundin. Deswegen konnte sie ja nicht mitkommen. Allerdings hörst du trotzdem, also du siehst Licht brennen im unteren Stockwerk und man hört so laute, so Led Zeppelin-Musik durch das Fenster.
Okay. Ja, Bruce sei jetzt nicht sehr sozial begabt. Bruce würde sich einfach irgendwie, wenn er so eine Scheibe ist, da vorstellen, einmal so klopfen. Ist der Kater da? Ja, oder? Musst du nachgucken. Ja, wenn da ein offenes Fenster ist, dann lupft ich da so ein bisschen rein. Ich bin ja durchaus sehr groß und mach so. Ja, du schaust durchs Fenster und siehst halt so ein typisches ja, altbackenes Oma-Zimmer, wie es halt, wie man so eingerichtet ist. So einen großen Ohrensessel mit Blümchenmuster. Und du siehst, dass das Zimmer aber ziemlich vernebelt ist. Also mit irgendwie ziemlich Rauchschwaden da irgendwie rum. Ja. Die Oma ist am Hotboxen. Ja, und ja, als. Ja, wenn du irgendwie nochmal ans Fenster klopfst oder so, wird dann die Lady Knutzen sich erheben aus dem Ohrensessel und man sieht halt so einen dicken Quarzerich im Mundwinkel. Und dann erhebt sich auch die Katze, die vorher auf ihrem Schoß gesessen hat, und läuft halt quer durch die Wohnung auf das Fenster zu. Ja, ich gehe dann ganz normal zur Tür. Ja, öffnet die Tür, dir kommt sofort so ein Schwall Marihuana entgegen. Rose! Kannst du nicht wenigstens das Fenster lüften? Das ist auch total scheiße für die Katze. Ganz ehrlich. Oh, Boogie mag das nicht wahr, Boogie? Komm mal her, Boogie. Komm mal her, Boogie. Ja, springt an Würde dir ihn gerne hoch. auf. Mein Arne. Ich streichle ihn so ganz kurz. Und lehne mich so zu ihr rüber. Wenn das Tiere einatmen, ist das echt nicht gut für die. Machen wir wirklich mal Fenster auf. Kann ich kurz reinkommen? Ah, die Jugend von heute. Du, ich habe damit kein Problem. Aber mach Fenster auf, dann stinkt die ganze Bude danach. Und Und wenn wenn die schon? Poli Ich bin alt genug. Ja. Komm, Buster, geh Alles dann nur für hoch. den Eigenbedarf, Bruce. Ich hab das beim Kanaster gewonnen. Du hast das beim. Sondern links jetzt wem? Naja. Von Dorothy. Na, war ja Die hat das klar. von ihrem Sohn abgezogen. Ja. Verdammt, Mann, ich hätte die Skarasta-Runde geben müssen. Alles falsch gemacht. Oh, Mann. Na gut, kann ich kurz reinkommen? Ja, komm rein. Wo hast du denn Jenny gelassen? Guckst du dich nach unten aus? Habt ihr Ja, euch das gestritten? wollte ich dich fragen. Die ist einfach abgehauen und ich wollte mal mit ihr reden, weil die auf einmal einfach weg war. Bruce, was hast du wieder gemacht? Ich habe gar nichts gemacht und er setzt sich so in diesen Sessel rein, so. Ich habe doch gar nichts Soll gemacht. ich dir einen Tee machen? Ja, bitte. Gut. Nein, das war. Es Hagebutte? lief alles okay. Nee, Kamille, wenn du hast. Kamille. Es lief. Es lief eigentlich alles gut für meine Verhältnisse, weißt du? Ich habe das ertragen, diese komische Modenschau. Wie ertragen, das ist doch voll schön. Ja, absolut. Das ist genau mein Fall, das weißt du ja. In der Boogie ist es genau mein Fall, ne? Pauli so. So. Ja, ist genau. Ja, und dann. Ich Naja, hoffe, immer war sie weg. Sam wird sich vor der Haustür ein bisschen in den Schatten verstecken, also nicht so ganz präsent auf der Fußmatte stehen. Nur so. Also, sie hat dich auch nicht irgendwie. Hast du ihr ihre Handynummer gegeben oder so? Ja. Ich habe dir ja dein Handy damals eingerichtet. Du hast das auch noch, oder? Ja, irgendwo, ich glaube, da hinten im Sekretär. Warte. Und Bruce steht so auf, so ganz schlaksig, geht er dann dahin und öffnet den Sekretär. Siehst halt die Handyverpackung so, also die Schachtel noch richtig so. Er kann ja nicht einatmen, aber. Nimmt so die Schachtel raus. Das ist halt fein säuberlich eingepackt. Hast du das überhaupt mal benutzt? Er macht so ganz vorsichtig die Schachtel auf, guckt da rein. Einmal habe ich mit
meinem Urenkel, glaube ich, wie nennt man das, gesimst? Hast du ihr, ja, vielleicht hast du eine SMS geschickt oder so. Aber man benutzt keine SMS mehr. Das nicht? Machen wir jetzt über WhatsApp. Das machen wir über WhatsApp. Aber ich hatte 100 freie. Ja. Du, aber hast du ihre Nummer eingespeichert oder so? Ich hab's hier auf irgendwo, Moment, in meinem Notizbuch habe ich es mir aufgeschrieben. Du weißt schon, das kann man im Handy selber machen. Echt? Oh, komm, Boogie, mach mal kurz Platz. Und ich setz mich, oder ich schieb ihn so vielleicht so ein bisschen, und, also sie wird ja in der Küche stehen oder so, schieb ihn so ein bisschen beiseite. Oh, so, jetzt guck mal nochmal genau her. Halt, hier, auf das Display gucken, da. Mhm. Siehst du das Zeichen da? Mhm. Sieht aus wie ein Telefonbuch, oder? Ja. Das ist das Telefonbuch. Das Ganze? Oder nur von dieser Stadt? Nein, jetzt achte, pass auf. Drück mal da drauf. Also, immer tu das mal, drück du mal da drauf. Ja. So, jetzt sind so... Boah, du hast ja gar nichts eingespeichert, meine Güte. Du kannst jetzt... Siehst du dieses Plus? Ja, Pluszeichen. Zwei Striche. Ja. Drückst du drauf. Dann haust du deine Nummer rein. Also du bringst dir die Sachen ja, bei. Und die sagen dann, jetzt gibst du ihre Nummer da eben ein. Oder komm, ich mach das eben schnell. Gib eben schnell die Nummer ein. So. Jelly. Punkt. Mhm. So, jetzt kannst du sie immer anrufen. Kann ich ihr einmal schreiben oder sie anrufen? Bitte? Ja. Samantha, mach mal einen Stealth und Composure-Wurf. Ein Erfolg. Dann in diesem Augenblick kommt Jelly halt um die Ecke. Und Jelly kann man dagegen machen mit Wits und Awareness. Reiko mal verschwindet, bevor er gesehen hat. Den Schatten. Da bin ich wieder, sorry. Das ist nicht der Reiko mal, den ihr sucht. 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge. Also, da kann sich Samantha noch so gut verstecken. Ja, wenn du um die Ecke biegst in deiner Paranoia, die du gerade schiebst, wirst du sie auf jeden Fall entdecken, wahrscheinlich. Kann ich feststellen, ob sie mich schon entdeckt hat? Woran siehst du das denn? Also sie guckt nicht in deine Richtung. Gut, dann bleib ich stehen, mach zwei Schritte rückwärts, bis ich wieder hinter der Ecke bin. Fuck. Sam steht da so semi-gelangweilig, also nicht aggressiv und nichts, sondern so gelangweilt abwartend. Und dann würde ich versuchen, mich der Rückseite des Hauses zu nähern, weil ich habe das Zimmerfenster von meinem Zimmer nur auf Kipp gelassen, genau für solche Fälle, so dass ich da einsteigen kann. Gibt es nicht in den USA. Gibt es nicht, es gibt keine Kippfenster in den USA. Hochschiebefenster. Ja gut, dann... Das kennen die Amerikaner nicht. Es ist Hightech and Wait in Germany. Guck mal, ich war noch nie in den USA. Ich habe keine Ahnung. Wieder was gelernt. Bildungsauftrag, ne? Pen and Paper. Ja. Auf jeden Fall würde ich irgendwie mein Fenster so präpariert haben, dass ich da zur Not einsteigen kann. Also dass ich zur Not in mein eigenes Zimmer einbrechen kann. Ja, du kannst ja diese Schiebefenster einfach auflassen und dann kannst du es halt von außen halt aufschieben. Das ist ja kein Ding. Genau, da würde ich halt versuchen, irgendwie, ohne dass Sam mich bemerkt, hinzukommen. Mhm. Ja, dann Sam, Wits und Awareness. Ja,
Oh, vier Erfolge. Ja, ich denke mal, mit vier Erfolgen wirst du auf jeden Fall mitkriegen, dass da irgendwas an der anderen Seite des Hauses, dass da irgendwas im Gebüsch raschelt oder so. Und dann irgendwie so ein bisschen so die Klettergeräusche an der Hauswand wird man hören. Dann würde ich mal vorsichtig um die Ecke gehen und so ganz leise, Jelly? Jelly, bist du das? Jelly ist wahrscheinlich gerade so lautlos wie möglich auf dem Fußboden ihres Zimmers gelandet und wird das hören so. Und dann sieht man so Hände, die ganz langsam versuchen, es da möglichst laut aus ihr dazu zu machen. Und in diesem Augenblick geht Jellys Handy-Klingelton los. Was hast du für einen Klingelton? Das ist das Miauen von Boogie. Das habe ich dir nicht aufgenommen. Miau. Jelly. Jelly. Boah, die Katze wird voll Terror machen. Ich kann mit dir reden. Jemand hört leises Fluchen aus dem Zimmer und dann ein hastiges und dann so. Ja? Also Bruce würde sich wahrscheinlich jetzt nicht direkt neben die alte Frau gestellt haben, sondern irgendwie, wenn die Treppenhaus hat, irgendwie auf die Treppe gesetzt haben oder so. Mhm. Weil wenn die da noch ein Tee macht oder so, soll sie machen. Jetzt bitte nicht erschrecken. Alles ist gut. Hallo? Du bist Jelly, oder? Aus. Aber habe ich das hektische Geräusch oder so im Zimmer über mir gehört? Wits und Awareness. Ja, natürlich. Zwei Erfolge. Ja. Ja. Also zumindest dieses laute Miau-Ton hast du auf jeden Fall gehört eben kurz. Ja, das ist halt schon verwirrend genug, weil die Katze unten ist. Ja. Ich danke dir. Ich gehe mal kurz nach oben aufs Klo, ne? Gib das Handy wieder der alten Oma so. Mach nichts! Hier, dreckig. Das Klo gehört jetzt zu Jellys Apartment. Ja, ja. Im Sitzen pinkeln, auf. Bruce. Im Sitzen pinkeln. Das habe ich schon immer gemacht, Mann. Ja, und ich gehe so wirklich jetzt auch nicht hektisch. Ich gehe ganz normal die Schritte, also die Treppe hoch. Mhm. Der Bruce ist stubenrein. Der stubenreine Gangrel. Ja, Jelly, da kommt jemand die Treppe hoch. Und unten am Fenster steht Samantha. Scheiße, sie haben mich ein. Ich würde gerne mit dir reden. Komm hier auf mit dem Blödsinn. Ja, Jelly hat auf jeden Fall ihren Rucksack unterm Bett hervorgeholt, hat da halt ihre wenigen Klamotten, die sie besitzt, reingestopft und wenn sie halt hört, dass jemand die Treppe hochkommt und dass vor dem Fenster jemand ist, weiß sie, dass ihre Fluchtmöglichkeiten begrenzt sind und deswegen geht sie quasi zu ihrem Schreibtisch, schließt eine Schublade auf, zieht daraus mehrere kleine Fläschchen mit Blut hervor, von denen sie dann eins, das sind so kleine Feigling-Fläschchen, so wie es halt beim Karneval ist, macht halt eins davon aus, schluckt den Inhalt und greift dann nochmal in eine Schublade, holt sowas wie ein Opium raus, wirft das direkt hinterher und tatsächlich auch ein bisschen Marihuana, das ist sich in den Mund stopft und dann anfängt zu kauen und dann zweimal tief einatmet, worauf dann so ein leichter Dampf kurz ihrem Mund entweicht und dann steckt sie den Rest der Fläschchen, eins davon steckt sie sich noch in die Hosentasche, der Rest kommt in den Rucksack, den sie zumacht, aufschnallt und dann mal Richtung Fenster geht und zischt. Was willst du? Ich will mit dir reden. Es tut mir leid, dass Isaiah so grob war. Was wollt ihr von mir? Ich habe euch nichts getan. Ich habe auch nichts gesehen, wirklich. Darum geht es gar nicht. Ich würde gern wissen, wer du bist. Was du hier machst. Warum?
weil hier seltsame Dinge in der Stadt passieren und wir wären um jeden froh, der irgendwie auf unserer Seite steht. Kannst du vielleicht runterkommen? Ich möchte es jetzt hier nicht so lautstark diskutieren. Es ist offensichtlich, dass du kein Mensch bist. Daher könnte es auch für dich wichtig sein. Ach, ist das offensichtlich. Hinter dir geht die Tür so, der Türknauf so. Bruce ist zugeschlossen. Du bist gemutet. Ja, ich habe ja erstmal geklopft vorher. Ja, klopf, klopf, klopf. So. Ja, dann sieht Sam von unten, die Jelly sich plötzlich so von hinten gegen die Scheibe so halb drückt. Ja? Entschuldigung. Darf ich kurz reinkommen? Alles gut. Ich will nur kurz reden. Ach ja? Wir nur kurz reden. Wir haben uns umzingelt. So. Das weiß ja Bruce überreden. Nicht. Das weiß ja Bruce nicht. So, ja, du willst also auch reden, aha. Ich kann auch draußen bleiben. Naja. Wenn ich ehrlich sein will, ich wollte nur sicher gehen, dass hier. Also ich wollte sicher sein, dass hier mit der Frau alles cool ist, aber. Ja. Das mit den anderen ist halt scheiße gelaufen vorhin. Da wollte ich mich für entschuldigen. Im Namen der anderen auch. Also vor allem des reichen, also vor allem des reichen Pinkels. Warum sollte ich da auch was tun? Ich hab dich gerade nicht verstanden, tut mir leid. Warum sollte ich der alten Frau was tun? Das weiß ich auch nicht, deswegen wollte ich ja nur sicher gehen. Weil du, naja, er war da so ein Moment, weil du auch kein, naja, mehr, du weißt schon, kein Mensch bist und so. Glaube ich. Irgendwie. Warum ist jetzt also warum willst du vor der Tür mit mir reden und deine Freundin steht vor dem Fenster und mit mir reden und der Dritte? Die steht vor dem Fenster? Ja! Oh. Was wollt ihr von mir? Kommt der nicht gleich aus meinem Kleiderschrank? Ich hoffe nicht. Soll ich auch nach unten gehen? Ist das dir lieber? Ja. Okay, ja gut. Da ist der kleine Park an der Kreuzung. Da können wir reden. Ja, Sam hört das ja wahrscheinlich auch mit. Ja, für mich ist das okay. Ja, und sind das normale Kekse oder sind die auch mit Hasch? Oh ja, bitte! Lecker. Ja, und mit dem Oh ja, bitte kommt er dann die Treppen runter. Also, wenn ich das mit dem kleinen Park gehört habe, dann würde ich auch noch sagen, ja, ist okay. Lass uns dort reden. Dann singt Jelly erstmal an der Wand auf den Boden. Legt den Kopf in die Hände und atmet tief durch. Scheiße. Und dann guckt sie auf ihr Handy, wo sie ein paar Notfallnummern eingespeichert hat. Überlegt dann aber erstmal nicht zu schreiben. Wartet dann. Noch 5 Minuten und würde dann auch langsam runterkommen. Mhm. Ja, dann komme ich wahrscheinlich so an der Tür vorbei. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht in dem Vorteil mit drin. Ich kann essen. Yeah! Die schmecken gut, aber
ich muss mal wieder los. Ich trinke den Tee so in einem Schluck. Ah, heiß. Jetzt schon. Ja, ich meine, ich konnte sie gerade auf dem Handy nicht erreichen. Ich bin gerade erst gekommen. Ja, aber ich meine, ich muss auch eigentlich los. Und so. Also, ich wollte ja jetzt suchen gehen. Das wäre jetzt doof. Ist ja nicht da und so. Ich meine, du hast ja gesagt, ich soll mit dir gehen und ein bisschen, ne? Du sollst auf sie aufpassen, ja, ja. Deswegen suche ich jetzt auch nach ihr. Aber ich hoffe, sie kommt zuerst nach Hause. Aber ganz ehrlich, bitte mach das Fenster auf. Na gut. Aber nur weil du es bist. Ja, und für die Katze bitte. Mach das Fenster auf. Ja, aber die läuft doch dann weg. Boogie läuft doch nicht weg. Man mag dich. Ich meine, guck doch. Nö. Kraut dich so auf den Sessel. Ja, aber wenn das Fenster auf ist, springt er raus und kreibelt sich mit der Nachbarskatze. Die es auch wahrscheinlich verdient hat. Hässliche Drecksvieh. Darum geht's nicht. Für Boogie schon. Aber, naja. Du wolltest mal ein Katzengitter oder sowas. Gibt's sowas? Ich hab keine Ahnung. Bis später, Bruce. Ja, ja, bis später. Okay. Wir nehmen noch ein paar Cookies mit. Ja, warte, ich tue die mir in die Tasche. Ich hoffe, die sehe ich so alle in seine Jackentasche. So. Ja, okay. Für deine Freunde. Sind die denn auch vegan? Oh, ist sie Veganerin? Naja, sie hat so eine Phase. Ich hätte noch ein paar Brokkoli. Nein, okay. Das war ist das gesund, Bruce? So vegan? Ganz ohne Fleisch und so? Die Cookies sind ohne Fleisch ziemlich gesund, ja. Ja, das weiß ich, dass die Cookies ohne Fleisch sind, aber... Nein, das war nur ein Spaß. Ich gehe los. Ich muss das auch wissen, wenn ich das nächste Mal ein Barbecue mache und euch einlade. Ja. Tja. Also Sam würde in den Park gehen und sich dort auf die Wiese setzen. So möglichst nicht bedrohlich und aggressiv aussehen. Gehst du bei Isaiah vorbei oder gehst du... Nein. Nachdem wir ja noch nicht wirklich mit Jelly reden konnten und ihr wirklich klar machen konnten, dass ich sehe ja auch nicht so oder überhaupt nichts Böses oder wahrscheinlich nichts Böses im Sinn hat, denke ich mal, es ist besser, wenn wir erstmal mit ihr reden. Was macht Isaiah denn dann in der Zeit? Isaiah macht genau das, was er gesagt hat und was er macht. Nämlich, er steht an dieser Ecke und wartet. Und er guckt, ob jemand vorbeikommt. Und wenn jemand vorbeikommt, also wenn Jelly vorbeikommt, dann möchte er mit dir reden. wenn die anderen beiden vorbeikommen, dann möchte ich ihn zuwinken und sagen so, ey, was los? Aber wenn keiner bei mir vorbeikommt, dann warte ich einfach. Und halt Ausschau. Gut, dann treffen sich Bruce und Sam, glaube ich, zuerst im Park. Willst du einen Cookie? Hi. Hi. Ja, danke. Oh, gut. Isst nicht mehr mit Essen. Echt nicht? Bei euch allen nicht komisch. Und Bruce isst diesen Cookie. Ja, also selbst wenn du den essen kannst, du kannst ihn auch nicht immer, also du wirst den auch irgendwann wieder aus... Ja... Bruce hat sich halt Zeiten eingeteilt, wo er immer auf Tour geht. Mhm. Das war auch das Erste, woran er sich ja so ein bisschen gewöhnt hat. Dieses, eigentlich kannst du nicht essen, dann ist ihm immer aufgefallen, oh, nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so. Aber ja, dann würden wir halt irgendwie im Park warten. War das der Park? Ich möchte halt sitzen, um irgendwie nicht irgendwie aggressiv zu wirken. War das zufällig der Park, wo das erste Mal die Leute von der Second Inquisition Anna verfolgt haben? Nee. Okay. Ja, dann sitzt das ist halt so ein kleines Grünflächengebiet mit so einem kleinen Kinderspielplatz dran und so. Ja. Nichts Großes.
Ja. Geht Jelly da auch hin oder haut Jelly wieder ab? Nee, Jelly geht dahin. Mit Sack und Pack. Ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Und zur Not, sie vertraut auf ihre Schnelligkeit. Sie hat ihr bisher schon manches Mal den Arsch gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Okay. Dann nach ein paar Minuten kommst du auch dazu. Ja. Sie sieht wahrscheinlich erst so einen Schatten und dann tritt sie so läuft sie so am Rand einer Straßenlaternenlichtkegel so vorbei. Hände in den Jackentaschen, Schultern hochgezogen und guckt etwas misstrauisch in eure Richtung, wenn sie dann so 4 bis 5 Meter vor euch stehen bleibt. Und sich dann umsieht. Wo ist der Dritte? Der wartet beim Auto. Wir haben ihn extra gebeten, zu warten. Weil wir erstmal in Ruhe mit ihr reden wollten. Nachdem er dir offensichtlich Angst gemacht hat, haben wir gedacht, es ist vielleicht besser, wenn er nicht gleich dabei ist. Ich hätte ihn ehrlich gesagt lieber hier, wo ich ihn sehen kann. Wenn du möchtest, kann ich ihn holen. Kannst du ihn nicht anrufen oder so? Ich habe kein Smartphone. Hast du seine Nummer? Ich bin gleich wieder da. Ja, wahrscheinlich schon. Da ist sie ja nicht kein Handy. Du bist gemutet. Ich habe kein Handy, ich habe nur ein Landline. Also, der Einzige, der ein Handy hat, ist Bruce, ne? Mhm. Ja gut, aber er ist ja nicht... Die alle kein Handy. Weil Vampire mit Handys nicht umgehen können. Und sie gefährlich sind. Ja gut, dann würde ich Isaiah holen gehen. Wenn es der Wunsch von Jelly ist, dann hole ich ihn. Wenn sie sich dann sicherer fühlt. Ja. Besser alle auf einen Schlag zu sehen, bevor einer hinter meinem Rücken irgendwen holt. Oder so. Also. Gut, Isaiah, ich hol dich ab und dann gehen wir wieder zurück in den Park. Okay. Du, Jelly. Ja. Oh Gott. Ja. Oh. Du Jelly, ich im Bruce schaut so nach oben. Oh, verdammt nochmal. Was? Ich im deutsche so schon wieder diese Viecher. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatte. Hatte Bruce das nicht auch gesagt? Ich weiß nicht, ob er das zu Jelly gesagt hat. Dass da irgendwas Komisches war mit den Tieren in der Stadt. Aber. Ja, ich. Keine Ahnung, irgendwie. Bruce schaut immer so nach oben und zu dir. Halt mich nicht für verrückt, aber ich habe das Gefühl, die verfolgen mich, die Viecher. Das sind halt Vögel, die sind halt überall. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Krähen und Raben sich Gesichter merken können. Also hast du ihnen schon mal was getan? Keine Ahnung, sie mit Steinen geschmissen oder so? Also, trotzdem nach oben. Nur einmal, das war gestern, als ich die zum 10. Mal gesehen habe, diese Viecher. Für mich bei Alfred Hitchcock. Das ist gruselig. So nach oben, aber... Der Vogel putzt sich so sein Gefieder gerade. Ist auch egal, Entschuldigung. Ich wollte mich nur schon mal, egal was der Böse gleich sagt, dafür entschuldigen, was passiert ist. Ich hoffe, du weißt, dass ich ihn da irgendwie von abhalten wollte. Also, zwischen uns ist hoffentlich noch alles cool. Das macht so richtig peinlich, das Peace-Zeichen. So. Alles cool zwischen uns. Jelly
Guckt so mit den Schultern. Keine Ahnung. Sag du es mir. Also von mir aus ja. Weil, will ehrlich sein, ich habe die beiden da nur zufällig getroffen. War nicht geplant, dass die da auftauchen. Ist nicht von mir geplant. Und schon kommen die beiden anderen dazu. Ich laufe hinter Sam. Und als ich Jelly so im Dunkeln sehe, und hier heben so beide Hände so. Darf ich näher treten? Sag schon. Okay, also was genau wollt ihr von mir? Ich komme ein paar Schritte näher und bleib so in einem 10 Meter Abstand stehen, sodass man quasi noch, man kann reden, aber sie ist in keiner Gefahr, dass ich sie irgendwie schnappe. Ich gehe zu und sage, hör mal, das ist eben ein bisschen dumm gelaufen. Bitte lass dir von Sam und Bruce erklären, worum es uns geht. Ich bin mir sicher, du hast heute genug von mir gehört. Und dann gehe ich wieder ein paar Schritte zurück und stelle mich hinter Sam. Also nicht hinter, aber so leicht versetzt, so hinter ihre Schulter. Ich mache jetzt den Rücken stärker und nicht den Main Act. Liegen wir mit unserer Vermutung richtig, dass du kein Mensch bist? Ja, klar. Ich bin kein Mensch. Krah. Richtig. Scheiß Krähen. Gut. Vielleicht kannst du dir denken, dass wir auch keine Menschen sind. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich. Also, ja, hi. Komm, lass uns setzen. Ich würde mich ins Gras setzen. Du schaust so ein bisschen verlegen nach unten. Der hat sich auch so im Schneidersitz auf den Boden gesetzt und zupft so ein paar Grashalme so. Hm. Also er setzt sich nicht, verschränkt die Arme. Also pass auf. Du bist schon länger hier in der Stadt? Nicht wirklich. Ich bin erst vor einem halben Jahr durch einen unglücklichen Zufall hier gelandet. Also deutlich länger wie Isaiah oder ich. Wie viel hattest du schon mit der vampirischen Gesellschaft hier in der Stadt zu tun? Mit solchen wie euch? Ja. Gar nichts. Ich versuche mich überall rauszuhalten. Da hast du mehr Grips bewiesen wie wir hier zusammen. Sehr gut. Also Jelly wirkt immer noch sehr nervös. Hier in der Stadt geschehen seltsame Dinge. Eigentlich sollte dies ein sicherer Ort für solche wie uns sein. Allerdings hat irgendwer die zweite Inquisition hierher eingeladen. Du weißt, was die zweite Inquisition ist? Nicht so wirklich. Die scheinen so welche wie euch uns zu jagen. Genau. Das tun sie. Und zwar auf sehr unschöne Art und Weise. Das ist ja nichts Neues. Das tun sie ja eigentlich überall. In dieser Stadt ist aber das Besondere, dass es so scheint, als würde die Camarilla, beziehungsweise der Rat, direkt mit der Inquisition kooperieren. Die Camarilla. Das. Ich springe so hilfreich bei. Die Camarilla, das ist die Gesellschaft der Vampire. Die den Ton angeben in jeder Stadt. Es gibt jemanden, der diese Stadt führt, die Vampire der Stadt kennen.
Dann sieht man so kurz, wie es so Klick macht in Jellys Kopf und vielleicht wird sie tatsächlich noch eine Spur bleicher. Sie sieht ja sonst sehr, sehr rosig und lebendig aus und sie wird halt so ein bisschen bleicher und so, ja, die. Klar, ja, weiß ich. Also nicht, dass die hier irgendwie mit irgendwem kooperiert, aber was die ist und so. Gut. Also, wie gesagt, wir wissen zumindest von einer Person ganz sicher, dass sie von dem Rat der Camarilla an die zweite Inquisition übergeben wurde. Okay. Bruce kann das bestätigen. Ja, das stimmt. Und die wollt ihr jetzt befreien? Oder so? Das hat sie schon selber gemacht. Oh. Wir sind geht's dir gut? Ja. Gut, das freut mich zu hören. Unser Problem ist jetzt, dass wir eigentlich ja die Befehle der Camarilla befolgen müssen und sie achten müssen. Allerdings sind wir uns hier alle einig, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn du sagst, wir müssen die Befehle der Camarilla befolgen und beachten, siehst du, wie also Jelly lädt sich so ein bisschen nach hinten. So. Das ist der Moment, wo Bruce so einen Halbschritt nach vorne macht und sagt, vor allen Dingen folgen wir keinen korrupten Führern. Wenn die Camarilla dieser Stadt offen mit der, oder im Geheimen, mit der zweiten Inquisition kooperiert, dann ist es unsere Pflicht, sie ihrem das aufzudecken und weitere solche Kooperationen zu verhindern. Und bis das geklärt ist, folgen wir natürlich nicht blind jedem einzelnen Gesetz, das die Camarilla aufstellt. Und deshalb habe ich dich vorhin angesprochen. Ich glaube, dass du uns helfen könntest. Ich glaube nicht. Also, ich kenne mich nicht aus in der Vampirgesellschaft und es wäre auch gar nicht so gut für mich, wenn ich da mich einmischen würde. Aber du bist allein hier in der Stadt. Mehr oder weniger. Wir denken, ich glaube schon, dass du uns helfen könntest. Was habe ich davon? Also. Unseren Schutz. Wir halten zusammen. Wir mögen vielleicht nicht immer die allerbesten Freunde sein und in allem einer Meinung sein, aber wir sind uns doch einig, dass diese Machenschaften nicht weitergehen dürfen. Das ist der Moment, wo Isaiah wieder einen halben Schritt nach vorne macht und sagt, Gemeinschaft bedeutet Stärke. Gemeinschaft bedeutet Sicherheit. Und zusammen können wir das erreichen, was jeder Einzelne von uns nicht erreichen könnte. Diese Stadt wieder zu einem sicheren Ort für Vampire zu machen. Und ich gucke zu Sam und sage, nicht für jeden, aber für uns. Muss man nicht, bei euch mitzumachen, Mitglied in so einem Club sein? Ihr habt doch da eure verschiedenen Banden oder so. Keiner muss in irgendeinem Club Mitglied sein. Der einzige Club, in dem du Mitglied sein musst, ist unser Club. Wir. Wir, naja, wie viele sind wir? 7? 6? Angela? Andrew? John? Der Dicke. Der Dicke, nein. Ja, 7, ne? Wir sind 7. Ja.
Wir sind alle neu in der Stadt. Außer Bruce. Aber ja, 8, wenn man Anna mitzählt. Ja. Nimmst du dich krumm, Bruce, aber es ist. 9, wenn man Amanda mitzählt. Ja, Amanda gehört noch nicht zur Gang. Wir wollen uns hier unser eigenes kleines Plätzchen schaffen, in dem wir unseren Frieden haben. Und die Pestbeule von Inquisition wieder loswerden. Und alle, die mit ihr unter einer Decke stecken. Was du heute gesehen hast, was da auf der Modenschau passiert ist, das ist deshalb passiert, weil wir einen Auftrag bekommen haben von der Camarilla. Und wir spielen ihr Spiel momentan noch mit, weil wir noch nicht genau alle Verbindungen durchschauen. Und weil wir, die wir bisher zusammengehören, nicht stark genug sind, um uns alleine gegen alle zu stellen. Aber wir arbeiten daran. Und ich nicke ihr zu. Du warst noch mal Backstage. Hast du gesehen, was mit dem Bürgermeister passiert ist? Ja, habe ich. Und? Ich weiß nicht, gehört dieser Adam auch zu euch? Also zu euch oder? Zu euch. Adam? Ist Adam ein Vampir? Und also er geht sofort so zwei Schritte vor. Ist. Ist Adam ein Vampir? Warte, Isaiah, warte. Erzähl bitte zurück. Einfach, was du gesehen hast. Also er gehört nicht zu euch. Er gehört nicht zu unserer Gruppe hier. Nein. Was hast du gesehen, Jelly, bitte? Er hat dem Bürgermeister Blut gegeben. Also dem Anwärter. Verdammt. Bruce kennt den auch, ne? Ja. Du hast mit Mr. Plavner zusammen gesehen. Ja, genau, den habe ich schon mal gesehen, ne? Oh, fuck. Und wenn er einer ist, dann ist meine Chefin wahrscheinlich auch einer. Und, oh Gott, ich war die ganze Zeit da und ich habe gearbeitet und... Scheiße. Ja, nur mal langsam. Nicht unbedingt jeder ist ein Vampir. Aber wenn Adam ein Vampir ist und den Bürgermeisterkandidat der Demokraten Blut gebunden hat, dann ist der Bürgermeister. Lass mich dir einen Rat geben, Jelly. Trink niemals das Blut eines anderen Vampirs. Es sei denn, du trinkst das Ganze aus. Das Blut hat Macht. Ja, das weiß ich. Wenn ich dir jetzt einen Schluck von meinem Blut zu trinken gebe, dann gehörst du mir. Okay, so wie dieser. Das klingt jetzt nur 50% so creepy, wie es wahrscheinlich gemeint ist. Und dieser Bürgermeisterkandidat wird Adam voll und ganz gehören. Dieser Bürgermeisterkandidat würde lachend auf seinem eigenen Darm Geige spielen, wenn Adam es ihm befehlen würde. Das meine ich. Wie dem auch sei, also ich weiß nicht, ob Adam es mittlerweile mitbekommen hat, aber der war ganz schön angepisst. Ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt. Also. Ich glaube, da sind wir in größere Gefahr, nachdem er uns ja so, oder dir vor allem so nachgeschaut hat. Wir sollten uns definitiv. Der hat definitiv gemerkt, dass ich Er hat sich unsere Gesichter gemerkt, da können wir sicher sein. Darüber, ja. Ich dreh mich zum Bruce und erzähl mal.
Jetzt haben wir echt ein Problem. Ey Leute, ihr habt ein Problem. Ich hab draußen gestanden und Bruce schüttelt so den Kopf und so, ach nein. Jetzt haben wir Pass echt mal ein auf. Problem. Ich sehe ja, vielleicht sollten wir in den nächsten Nächten zusammenbleiben und zu dir in die Kanzlei gehen, damit wir Adam von den anderen fernhalten können. Ich glaube, ich kann die nächsten Nächte nicht in der Kanzlei schlafen. Gut, dann müssen wir uns einen neuen Schlafplatz suchen. Aber wir sollten Adam nicht unbedingt zum Rest bringen. Ja. Aber dafür wäre es umso wichtiger, dass ihr zu den anderen geht und ihnen sagt, was passiert ist. Und auch, warum wir erstmal untertauchen müssen. Jelly, er bringt dich noch nicht in Verbindung mit uns. Ja. Lillian. Er wird rauskriegen, dass ich euch reingelassen habe. Glaube ich nicht. Wir haben unsere eigenen Tickets gekauft. Egal. Gut. Jenny, hör zu. Ich fürchte, unser Gespräch muss ja an dieser Stelle schon beenden, denn wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Wir müssen mit ein paar von unseren Kollegen sprechen. Halt dich bedeckt für die Zeit, aber bleib. Wo kommst du zurzeit unter? Du schaust dich jetzt eindringend an, so aller. Nicht sagen. Ja gut, dann ist das so ein. Ich habe einen sicheren Ort. Okay. Oder sie geht zu Andrew. Wem? Sam, nimm mir das nicht übel, aber ich möchte Jelly nicht zu Andrew schicken. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das mal ein bisschen getrennt halten. Ich glaube, es ist sicherer für Jelly und ich glaube, es ist sicherer für Andrew. Und ich glaube, dass wir, also Bruce und Sam, wir sollten zusehen, dass wir Angela wiederfinden. Wenn jemand Jagd auf uns macht, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr als meine Schlagkraft. Und ich zeig's auf meine ziemlich lapprige Arme so. Dann brauchen wir jemanden, der Türen ausreißen kann und durch die Gegend werfen kann. Okay. Aber warte mal. Ich kram mal in meinem Handtäschchen, suche einen Zettel und einen Stift raus und schreibe Jelly die Nummer vom Mortal auf und auch die Nummer von deiner Kanzlei. Ja. Hier, das sind die Nummern, unter denen du uns erreichen kannst. Wie gesagt, wir haben keine Smartphones. Das wäre viel zu gefährlich mit der Inquisition. Sie können uns darüber aufspüren. Wie das denn? Hast du diese ganzen NSA-Spionageskandale mitbekommen? Ja, aber benutzt ihr kein VPN? Auch Tor kann man de-anonymisieren. Und das sind Menschen, die sich wirklich denen ist keine Kosten zu hoch. Für dich vielleicht nicht. Ich sage es dir ganz ehrlich. Du bist ein kleiner Fisch in diesem sehr, sehr großen Teich. Für uns gilt das nicht. Und wir können nicht zum Gegenbeweis antreten und mittags einkaufen gehen. Ja, jetzt wird sie ganz, ganz blass. Guck weg. Ich finde es jetzt eher merkwürdig, wenn man in der heutigen Zeit kein Smartphone hat. Das ist schon irgendwie komisch, es sei denn, man ist in so einer Sekte oder so. Jelly, ich hatte schon das direkte Vergnügen mit der zweiten Inquisition. Ich würde so ein Ding nie wieder in die Hand nehmen. Bruce hat gerade Anna nach 1 aufgedrückt. Ups. Obwohl, ich meine, Bruce hat dir beim letzten Mal gesagt, dass sie das nicht mehr benutzen soll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nur am Rande. Ja gut, ja. Ihr seht halt, wie Jelly ihr Smartphone rausholt und sich die Nummern einspeichert im Telefonbuch. Sie kann das auch ohne Probleme bedienen. Steckt es dann weg. Alles klar.
Wende mich wieder so zum Bruce und Sam. Das ist fast so ein bisschen, als würde Isaiah vergessen, dass Jenny noch da steht. Meint ihr, diese ganzen Bürgermeister, ich meine, mir war klar, dass der Republikaner uns halt in etwas von Veronica steht und dass wir, ich meine, was für ein Interesse hatte, die sie sonst haben sollen. Aber dass der Gegenkandidat auch von einem Kainit gestellt wird letzten Endes. Das. Naja, der Gegenkandidat hatte Besuch von der zweiten Inquisition. Wir wissen jetzt nicht sicher, warum sie bei ihm waren. Ob er mit ihnen noch zusätzlich unter einer Decke steckt oder ob die auch nur geschickt worden sind, um ihm ein bisschen Druck aufzubauen. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, wenn Veronica immer noch mit der zweiten Inquisition kooperiert, dann könnte es sein, dass sie versucht hat, den Bürgermeister aus dem Weg zu räumen, indem sie die zweite Inquisition auf ihn hetzt. Wir wissen zu wenig. Wir wissen einfach zu wenig. Na gut. Zurück zur Timeline. Die Bürgermeisterwahl ist übermorgen. Das heißt. Jenny. Besser, du gehst jetzt nach Hause. Was du nicht weißt, kann man auch unter Folter nicht aus dir rauspressen. Pass auf dich auf. Halt den Kopf unten. Das versuche ich. So gut es geht. Ich drehe mich nochmal zu Jelly um und sage, Jelly, hör mal, es tut mir leid. Ich mache manchmal einen miesen ersten Eindruck. Nichts für ungut. Sam nickt sehr enthusiastisch. Hinter meinem Rücken, ja. Muss auch. Nett. Und dann halte ich meine Hand, lasse ich in meine Hand und wenn sie möchte, kann sie einschlagen. Ja, Jelly schlägt ein. Ja gut, es ist nur fair. Ihr wisst, was ich bin und ich weiß, wo ihr schlaft. Also, ne? Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Wenn du jemals dir Sorgen um deine Sicherheit machst, ruf uns an. Mhm. Also du kannst wegen mir auch zuhören. Keine Ahnung, ich versuche gerade noch herauszufinden, ob ich morgen überhaupt wieder zur Arbeit gehe. Ich soll. Oder und dann bremst sie sich und ich habe Dinge tun. Du würdest, glaube ich, nur ungewollte Aufmerksamkeit auf dich lenken, wenn du morgen nicht zur Arbeit gehst. Das glaube ich auch. Aber du könntest dort die Augen und Ohren für uns offen halten. Nach was? Ich meine, also der Bürgermeister ist da normalerweise nicht und meine Chefin taucht. Aber einen Blick auf Adam werfen für uns. Das wäre gut. Wenn Adam im engen Kontakt mit deiner Chefin steht und du ja zwangsläufig Kontakt mit deiner Chefin hast, könntest du vielleicht mal einen Blick auf ihn werfen. Vielleicht kannst du irgendwas aufschnappen, wenn die zwei miteinander reden oder so. Je mehr wir über Adam wissen, desto besser für uns. Weiß nicht. Vielleicht kann ich rauskriegen, was die noch so für Termine hat oder so. Keine Ahnung. Auch gut. Auch. Über diesen Adam weiß ich halt wirklich nicht viel. Der taucht sporadisch auf. Immer mal wieder. Und nur nachts, ne? Ja, klar. Manchmal denkt man sich, wir sind so leicht zu durchschauen und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Unglaublich. Gut. Naja.
Ist dir denn an diesem Adam sonst noch irgendwas aufgefallen? Er wollte nicht, dass ich ihn fotografiere. Das war schon ein bisschen komisch. Das hatte ich ja auch schon erzählt. Ich fand ihn von Anfang an unheimlich. Der war irgendwie. Ich weiß nicht, der hat so eine Aura. So. Datet er Lillian? Keine Ahnung. Ich arbeite für Lillian und so. Ich kümmere mich um die Designvorschläge und manchmal ist er halt da. Also ich habe einfach gedacht, die haben so eine Few-Night-Stand-Beziehung vielleicht. Keine Ahnung. Es ist jetzt nichts, wo ich mich einmische. Ja, aber ich meine, dass er nicht von dir fotografiert werden möchte, ist schon. Alles verdächtig. Genau. Keine Ahnung. Manche, nicht jeder, der tätowiert ist, ist halt offen, ne? Ich meine, überleg mal, in der japanischen Kultur, da sind Tattoos ein No-Go. Die überhaupt mal zu sehen, ist schon eine Ehre oder dein Todesurteil. Und die zu fotografieren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, ja, jeder hat da so seine eigene Geschichte. Gut. Tja. Warum wollt ihr eigentlich den Bürgermeister, also den anderen Kandidaten schlecht machen? Ich meine, was bringt euch das? Ist euch das nicht eher egal, was die Menschen tun? Jelly. Eine der Sachen, die Camarilla macht, ist, sie verwaltet das Bleiberecht der Vampire. Das heißt, wir sind neu in der Stadt. Wir müssen uns beweisen. Wir müssen beweisen, dass wir einen Wert haben für diese Gesellschaft oder wir werden rausgeschmissen. Und Wie uns wollen hat Sie man das gesagt, machen? das ist eine gute Frage. Wie wollen Sie das machen? Vielleicht flocken Sie uns einfach und legen uns an die Sonne. Die Camarilla ist bekannt dafür, nicht zimperlich zu sein. Worauf ich hinaus will. Das ist eine der Dinge, die wir tun müssen, um nicht noch viel mehr Stress in dieser Stadt zu haben, als wir es ohnehin schon haben. Aber habt ihr jetzt nicht Stress an der Backe, weil ihr das getan habt? Das hast du gut erkannt. Willkommen in der Vampirpolitik. Es sah anfangs alles so einfach aus. Ja, und oh Gott, haben wir, glaube ich, jeder von uns schon mehrfach gedacht in der Zwischenzeit. Ja. Am Aber wir Anfang war werden das jetzt. alles einfach Blut trinken und um Sachen machen. Tu, was dein Sire dir sagt. Und jetzt? Und jetzt spielen wir nach vorne, nach das Spiel mit und planen hintenrum unser eigenes Ding. Versuchen mit möglichst geringen Reibungen zu überleben. Und deshalb, Tja. Jelly. Gemeinschaft ist Stärke. Weiß nicht, vielleicht. Wir können dich zu nichts zwingen. Ich denke, das Beste ist, wenn du einfach mal eine Nacht drüber schläfst und dir überlegst, was du davon hältst. Kannst uns jederzeit anrufen. Am besten abends oder morgens und nicht mitten in der Nacht. Und auch nicht mitten im Tag. Wir sind keine großen Stubenhocker. Kannst du den ersten Teil noch mal wiederholen? Das hat gerade bei mir sehr robotisch. Ich sagte, am besten rufst du uns morgens oder abends an und nicht mitten am Tag und nicht mitten in der Nacht. Wir sind keine großen Stubenhocker. Okay. Wie reagieren Bruce und Samantha auf das nicht mitten am Tag? Oder morgens? Ja, nicht mitten in der Nacht. Ja, da haben wir meistens was zu tun, mitten am Tag. Da kannst du anrufen, wirst du aber niemand erreichen. Also, ja, Isaiah hat völlig recht.
Ich meine nur, also mit morgens meine ich nicht so 7 Uhr morgens, Sonne scheint, sondern ich meine halt so 4 Uhr morgens, wenn es noch dunkel ist. Ah, ja, klar. Also, wer Wenn läuft ich denn auf nach Hause Straße? komme. Warum? Um. Also, Jelly eiert tatsächlich gerade so total auf den Fersen rum. Also, oh Gott, was sage ich jetzt? Ah! Gut. Wir verbleiben so. Du rufst uns an, wenn du dir überlegt hast, wie du zu unserer Sache stehst. Und wenn du uns brauchst, unsere Hilfe brauchst oder sonst irgendwas ist, rufst du uns auch an. Okay. Am besten auch, wenn dir noch etwas auffällt oder einfällt an Adam oder bei Lillian. Je mehr wir wissen, desto besser können wir für uns und für dich sorgen. Und wir müssen uns jetzt mal noch um ein paar andere von unseren Kollegen kümmern. Stichwort. Und ich guck das Term rüber. Motel, ne? Ja. Okay. Es wäre mir sehr recht, wenn ihr versucht, mich nicht zu erwähnen. Wirklich. Wär mir sehr recht. Das bleibt unter uns dreien. Dann. Diese fucking Vögel. Die Zidi bekommt doch alles mit. Ist ja schlimm. Ich gucke jetzt nochmal hoch zu diesem Tier. Dann ja, gehe ich jetzt mal zurück. Okay, ja, steckt sich die Hände in die Jackentaschen, nickt euch noch einmal zu, dreht sich um und ihr seht, wie sie während dem Gehen eine Packung Kaugummi rausholt und sich eins zwischen die Zähne schiebt und ja, dann von dann zieht, Kaugummiblasen blasend Man in die hört, wie Ecke leise. relativ schnell verschwinden. Man hört, wie nach und nach die Plöps leiser werden. Genau. Wie so ein Tintenfisch so. Dann habt ihr das ja geklärt. Jelly geht zurück zu Oma Knutzen und zu Boogie. Ich drehe mich Ja, die zurück. zieht jetzt erstmal einen durch. mit der Oma. Vielleicht sollten wir das mit dem Drogenkonsum auch noch in den Disclaimer aufnehmen. Naja, wir sind böse Don't Leute, do die that, Böses tun. kids. Ich meine, sie spürt davon sowieso nichts, aber das ist halt ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass man nicht an Lungenkrebs sterben kann. Und die Oma wird danach immer so lustig gesprächig und danach kann man sie gut ins Bett bringen. Ne? Alles ist gut. Ich gehe noch eine Runde Kekse backen. Und Katze streicheln. Das ist sehr nervenberuhigend. Naja, ich meine, also wir haben, glaube ich, im Disclaimer schon erwähnt, dass wir Leute unter Drogen setzen. Also ich meine. Ja, wo geht's für den Rest hin? Ich wende mich erstmal zu Sam und Bruce und sage, ich denke, das lief den Umständen entsprechend sehr viel besser, als ich erwartet habe. Ja, nach der Vorarbeit auf jeden Fall. Es tut mir leid. Ja, es hat sich ja geklärt, ist ja alles okay. Mir macht das mit diesem Adam irgendwie ein bisschen Sorgen. Sollte man nicht eigentlich meinen, dass alle Vampire in der Stadt zur Karamarilla gehören? Vielleicht jemand, der sich seine eigene kleine Anarchenfraktion aufbaut und So wie deshalb ihr? so Ja.
Naja, wir sind ja jetzt nicht direkt Anarchen. Wir sind mehr so die Kamarilla in der Kamarilla. Nee, sag das mal Enna. Das sage ich niemandem. Hallo, wir sind dagegen, mit der Inquisition zu kooperieren. Wir sind eigentlich die echte Es Kamarilla. gibt die abtrünnige Kamarilla und die Genau. Kamarilla. Die anderen sind der Gegenpapst. Wir sind der Richtige. Yay, katholische Religion. Gut, an der Stelle, genau. Denke, wir sollten. Denke, wir haben unseren Soll für diesen Abend erfüllt. Wir sollten schauen, dass wir gucken, dass wir schauen, wie es Andrew geht, vielleicht. Ich würde mich dann da allerdings ausklinken. Ich muss für den Morgenabend noch ganz viel erledigen. Umzug. Alles klar. Ja, ich denke, das Warum ist musstest du heute eigentlich nicht arbeiten? Arbeitest du nicht sonst um die Uhrzeit? naja, hat mir einen Brief da gelassen und hat gesagt, ich muss heute nicht arbeiten. Fand das auch komisch, aber naja, frei haben ist toll. Bist du nicht sogar nicht ans Handy gegangen, als ich versucht habe, dich anzurufen? Ja, da war halt unbekannt, wo Sam mir, glaube ich, 5 Minuten vorher gesagt hat, boah, die Inquisition ist ja auf den Fersen, so. Ja, genau. Tja, alles klar. Gut, dann fährt Bruce nach Hause und Sam und Isaiah fahren zum Motel. Genau. Oder wollten wir noch irgendwas anderes machen? Nee, wollten die Show Die disrupten? Show ruinieren und Ah dann ja, genau. war unser Plan bisher eigentlich am nächsten Tag die kompromittierenden Fotos. Ja. Sollte es John bis dahin gut gehen, also Ja. gut genug gehen? Ansonsten muss ich übernehmen. Wobei das jetzt natürlich noch eine zusätzliche Lage an Problematik mit sich bringt, jetzt wo wir wissen, dass der ein Ghoul von Adam ist. Ja. Da sollten wir auf jeden Fall nicht ohne den Dicken und nicht ohne Angela hingehen, denke ich. Das. Ja, lass Bruce Ruder ruhig da raus. Naja, also ich meine, Bruce war Super. selbstverständlich schon dabei, quasi. Ich meinte jetzt mehr so im Sinne von, wir machen da jetzt keinen Alleingang draus. Nee, schon okay. Bruce hat da eh nicht so viel Lust drauf. Vor allem, Wir Bruce auch sollten uns dabei echt haben. überlegen, Isaiah, wo wir die nächsten Nächte schlafen. Ja, fühle mich auf einmal nicht mehr besonders wohl in der Kanzlei. Naja, morgen steht erstmal ein Trailer frei. Super. Heimelig. Für den Ventru und die Toreador. Naja, man muss Zwei Opfer bringen. Mittelfinger in die Luft. Ja. Junge, Junge, Junge. Nee. Weißt du, was wir noch machen? Ich geh noch bei der Zeitung vorbei und sehe zu, dass die das ganz, ganz dick bringen, dass der demokratische Dude offenbar Drogenprobleme hat und überhaupt nicht auf sich klarkommt heute, klargekommen ist auf seine Rede heute Abend. Da Gut, da bin quasi ich dabei. völlig high kollabiert ist. Gut, das könnt ihr noch machen. Die Und Medien beherrschen immerhin die Welt. dann springen wir einen Tag nach vorne auf den 26. Oktober. Yeah. Und zum Aufwachen einmal bitte alle das Tier in sich bemühen. Oh, ich würde gerne noch irgendwas trinken im Laufe des Abends. Das wäre ganz gut. Geschafft. Ich wollte tatsächlich noch was tun. Ja. Ich wäre nämlich wach geblieben und hätte mal versucht, mich tagsüber in Dingskirchens Büro umzusehen. Aber das Ja. können wir auch gern in einem separaten. Nö, können wir ja machen. Also erstmal Isaiah noch so ein Hunting Roll. Jawohl. 3 Erfolge brauchst du ja, wenn du da in deiner Umgebung da jägerst. Genau. Warte, was muss ich nochmal würfeln dafür? Was warst du für ein Predator-Type? Sea Queen. Scene Queen. Ja. Eine Königin. Moment. Soll er auch mal nachdenken, wenn du magst. Ist irgendwo in der Charakterstellung. Ah, ich habe es gleich.
ausgesetzt mein PDF reagiert. RIP PDF. Aha. So, Scene Queen ist. Ist aber auch auf. Könntest du auch auf deinem Charakterbogen einstellen? Ist Manipulation Persuasion. Alles klar. Rechts unten bei Hunting. Erste Seite. Ah. Nochmal Manipulation? Persuasion. Okay. Das sind viele. Eins, zwei, drei sehe ich schon, reicht schon. Ja. Sehr gut. Gut, dann gehe ich mal wieder runter auf 1. Und dann muss ich einen Rouse-Check würfeln. Hol einen die 10 über 6. Zack. Keiner wieder hoch. Dann steht wieder einmal mehr. Gut. So. Bruce und Samantha war ja, haben ja beide ihren Test geschafft, ne? Ja, und Jenny wollte sich am Tag noch umgucken im Büro von ihrer Chefin. Ja. Ich habe ja quasi Zugang. Ja. Nach was suchst du denn? Nach ja, ihrem Terminkalender und vielleicht finde ich auch ihre Adresse. Mhm. Oder vielleicht sogar Kontaktdaten, keine Ahnung. Vielleicht hat sie tatsächlich noch irgendwo so ein altmodisches Notizbuch oder ähnliches. Ja, du wirst wohl rauskriegen, wo sie wohnt, ja. Okay, ja. Ich werde allerdings höchstens bis kurz vor Mittag wahrscheinlich draußen unterwegs sein, weil es ist immer ein sehr merkwürdiges Gefühl, dieser kleine Tod bei Sonnenaufgang. Und es schwächt mich ja schon sehr. Und ich bin jetzt nicht so das blühende Leben und deswegen würde ich versuchen, mich Vormittag dann tatsächlich hinzulegen. Vielleicht vorher noch bei Lady Knutzen reinschauen und ein paar Kekse essen. Und dann, ja, lange Nacht, muss heute Abend wieder arbeiten, leg mich jetzt ein bisschen hin, Nachtschicht, bla bla. Gut, genau, dann weißt du Bescheid, wo die gute, wie hieß sie? Lillian wohnt. Ja. Okay. Ja. Dann nächsten Tag. Bruce erwacht. Höchste Menschlichkeit von euch allen. Mhm. Ja, Bruce springt quasi auf, weil heute ist der große Tag. Und ja, er wird wahrscheinlich, als er dann letzte Nacht schon nach Hause gekommen ist, also er hat ja vorgearbeitet, dann nochmal alles irgendwie Wichtige, was wir da hätten, zusammenpacken. Das ist halt nicht viel. Wahrscheinlich der Campingstuhl. Und das war's. Ja. Dass du gestern nach Hause gekommen bist und eingeschlafen bist, kurz vor Sonnen, war Anna auch noch nicht da. Okay, ist sie jetzt da? Ja. Ach. Hi. Ja. Gute Nacht. Hi. Ja, auch immer. Den Segen der Nacht, sagt man. Ach so, ja, das habe ich wieder vergessen. Ach so, heute können wir los, oder? Yep. Okay. Der Termin ist in. Guckt so auf die Uhr. Na, gut eine Stunde. Dann mal gespannt. Das läuft alles gut. Der reibt sich so die Schläfen. Haben wir uns einen fahrbaren Untersatz besorgt. Hab den Roller dagegen eingetauscht. Oh, echt? Super. Was hast du denn? Deutet so nach draußen. Steht so ein Kastenwagen. So ein alter, hier VW-Bulli-Kastenwagen. So aus den 80ern. Du steh davor, die Hände so in die Hüfte und... Ha! Nicht schlecht, super! Und er guckt so zu ihr rüber. Geil! Boah, klasse, aber passt da überhaupt alles rein?
Naja, mehr als auf den Roller. Ja, das stimmt wohl, ja. Ah, super, komm dann direkt. Also, Bruce ist so richtig. Es funktioniert heute und er ist voll positiver Energie und so. Ja. Ihr packt den Wagen zusammen. Dann seid ihr erstmal eine Weile beschäftigt. Wo hat Isaiah jetzt geschlafen? Er hat sich ein eigenes Zimmer Muffel genommen. Und das dann noch präpariert, damit er. Ne? Ja. Das war jetzt ein bisschen so die Ghetto-Variante. Der hat sich im Grunde genommen Gaffer-Tape genommen und die Vorhänge anständig zugetaped. Ja, wenn Sam erwacht morgens, ja, ist Andrew schon wach. Steht am Fenster. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, sehr gut. Ist da irgendwas? Ja. Wird auch mal so. Frische Luft. Das ist jetzt schon ein bisschen ironisch. Irgendwie schon, nicht wahr? Ich dachte, wir machen es ein bisschen schöner hier. Obwohl, wir können eh nicht mehr lange hier bleiben, denke ich. Irgendwie auffällig, wenn wir jetzt wochenlang hier wohnen. Müssen uns irgendwann mal nach irgendwas umgucken, wo wir dauerhaft bleiben können. Wir können ja mal die Immobilienanzeigen wälzen. Mhm. Haben wir denn eigentlich noch genügend Geld? Naja. Es sollte nicht das Problem sein, irgendjemanden auf der Straße anzusprechen und ihm darum zu bitten, uns Geld zu schenken eben. Ja, ich könnte auch wieder arbeiten gehen. Nachtschichten sind gut bezahlt. Wo? Ja, hier beim Krankenhaus. Du weißt, auf den Straßen hört man immer interessante Dinge. Krankenhaus sind meistens Domänen von irgendwem. Vielleicht müssten wir erst herausfinden, von wem. Das könnte sehr übel enden, wenn wir einfach so dahin gehen. Wir wissen überhaupt noch viel zu wenig über diese Stadt. Das ist richtig. Es ist wirklich schade, dass du damals nur so kurz da warst und die ganzen wichtigen Leute eigentlich nicht kennst. Ich habe mir gedacht, je weniger ich weiß, desto weniger muss ich wieder vergessen. Außerdem weiß ich auch nicht, was alles gelöscht wurde. Guckt so ein bisschen böse in Richtung Tür. John hat ja seine Gründe. Immerhin hat er mir diesmal das Wissen gelassen, dass etwas gelöscht wird. Was genau hast du eigentlich, oder wie kam es eigentlich, dass John in deiner Schuld steht? Deine Lebensschuld bei mir. Hab ihn mal gerettet. Vor seinem Sire. Sein Sire war eine ziemliche Fritte. Sein Sire hätte ihn ausgeliefert, oder was? Nein, aber den ich jetzt auch nicht besonders gut behandelt. Bei den Ventru ist das manchmal so, naja, ein bisschen eigenartig. Je nachdem, von wo und wen man bespricht. Er wollte ihn einfach nicht loslassen aus seinem Griff. Und John war schon immer jemand, der die Freiheit gerne mochte, von sich allein entscheiden wollte. Und deswegen ist er ziemlich angeeckt. Hat ein paar Dinge gemacht, die eigentlich nicht so, naja, im Sinne der Camarilla sind. Ich hab's damals so gedreht, dass jemand anders beschuldigt wurde. Deswegen ist er freigekommen. Und da schuldet er mir sein Leben.
Aber der andere hat's verdient. War ein Arschloch. Und der Dicke? Ich weiß nicht, der wirkt manchmal ein bisschen fehlplatziert bei euch beiden. Wieso? Ich weiß nicht, irgendwie passt er nicht richtig reingefühlt. Ja. Irgendwie hat er sich an John rangehängt. In der Zeit, wo ich hier war. Kurz danach. Du hast ihm einfach so vertraut? Nein. Einem Nosferatu vertraut man nicht. Aber es ist jetzt schon eine Weile her. Hat sich eigentlich als loyal erwiesen die ganze Zeit. Hat mehrmals die Chance, uns irgendwas reinzubuttern. Aber irgendwie, weiß nicht, er hängt an John. Wenn John irgendwas sagt, macht er das. Pass auf, dass John dir nicht irgendwann über den Kopf wächst. Er hat ein Lebensschuld bei mir, das wird er nicht tun. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob er seinen Platz wirklich kennt. Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht, ob er deine Position hier im Klüngel wirklich hundertprozentig anerkennt. Wieso? Ja. Es war damals, ich weiß nicht, war es deine Idee, dass die beiden mich hetzen sollen? Nein. Sie haben versucht, das, was ich falsch gemacht habe, zu vertuschen. Diese Auseinandersetzung und die Sache mit dem Rettungswagen, das war nicht gut. Ich bin mir bei John manchmal einfach nicht sicher. Du kennst ihn doch nicht so lange wie ich. Das stimmt. Aber das mit dem Gedächtnis nehme ich ihm irgendwie übel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm wirklich gesagt habe, dass er das machen soll. Seit gestern, weiß nicht. Bin vorsichtig geworden. Ist vielleicht besser so. Ich kann John einfach nicht gut genug einschätzen. Ich denke jetzt nicht, dass er mit der Camarilla hier gemeinsame oder mit der Inquisition gemeinsame Sache machen wird, aber vielleicht findet er jemanden, von dem er sich einen größeren Vorteil verspricht wie von dir? Wer sollte das sein? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Leute hier in der Stadt nicht. Dann wird es wohl Zeit, dass wir sie ein bisschen besser kennenlernen, hm? Mhm. Wo sollten wir anfangen? Bei dieser Veronica? Ich würde eigentlich gerne mal wissen, wo das Elysium ist. Ich finde es ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, gibt es nicht normalerweise jemand, der das Amt des Prinzen vertretungsweise einnimmt? Sollte dieser irgendwie nicht mehr da sein? Normalerweise ist es so, dass ziemlich schnell, wenn ein Prinz weg ist, so Machtkämpfe ausbrechen. Müsste das hier nicht in der Stadt eigentlich schon... Also ich weiß nicht, müsste man nicht irgendwas davon mitbekommen? Hätte uns Veronica nicht eigentlich sagen müssen... Kommt auf die Stadt drauf an. Kommt auch drauf an, wie sie kämpfen. Vielleicht kriegen wir es nur nicht mit, weil sie hinter den Kulissen schon mächtig dran dabei sind und vielleicht sind wir auch Marionetten, wer weiß. Aber müssten wir nicht eigentlich irgendwie auch, ich weiß nicht, ist es nicht üblich, dass man allen irgendwie mal vorgestellt wird oder dass es regelmäßige Treffen im Elysium gibt oder? Ah, doch.
Ich denke, wir werden es mitbekommen, wenn ein neuer Prinz gewählt ist. Normalerweise sind diejenigen, die Prinz werden, so drauf, dass sie wirklich wollen, dass jeder weiß, dass sie Prinz sind. Natürlich. Meinst du, Veronica möchte dieses Amt anstreben? Oder denkst du, sie gefällt sich gut in der Beraterposition? Ich weiß nicht. Kann sie schwer einschätzen. Wie macht das mit diesem Adam auch ein bisschen Sorgen? Scheint ja so, als würde er gezielt gegen Veronica arbeiten. Vielleicht ist das ein Teil dieses Prinzen-Auseinandersetzungsdings. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir sollten das nutzen. Wir sollten rauskriegen, wer die Toreador hier sind. Und wenn es wenige gibt, dann beanspruchen wir den Platz im Rat. Und damit haben wir doch Zugriff, eigentlich das Prinzenamt zu fordern. Wo könnten wir die wohl finden? Naja. Ich würde ja an den schönsten und exklusivsten Plätzen der Stadt suchen. Dann lass uns doch damit anfangen. Guter Plan. Also haben wir ein Date. Vielleicht sollten wir vorher noch mit Isaiah sprechen und die Zeitung lesen, ob wir an dem Plan mit dem Gegenkandidaten, mit Jones, noch heute Abend dem Ganzen noch einen weiteren Stoß versetzen sollten. Bevor wir uns um unser Vergnügen kümmern. Ja. Was hältst du von meiner neuen Zimmerdeko? Ich schaue mich um. Was ist die neue Zimmerdeko? Ha, so ein Blumenstrauß auf die Anrichte gestellt. Ein Strauß vergissmeinnicht. Ich schätze nicht ganz ohne Hintergedanken. Sieht hübsch aus. Erinnert mich. An was genau jetzt? An alles? Weiß nicht. Ich habe angefangen, versteckte Notizen zu machen. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal auf irgendwas stoße, was John gelöscht hat, was ich eigentlich nicht vergessen sollte. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wieso, heißt du irgendwas, was ich nicht wissen sollte? Oder was ich wissen sollte? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht viel von deiner Vergangenheit. Du hast mir nicht so sonderlich viel über dich erzählt. Wie lange kennen wir uns jetzt tatsächlich? Ein paar Monate? Er atmet nicht tief ein und aus, weil er macht das nicht, aber betrachtet dich eine Sekunde lang. Scheint so ein bisschen durch sich durchzugucken. Zumindest sind es für mich nur ein paar Monate. Also das, woran ich mich erinnern kann. Lass uns gehen. Ich glaube, Isaiah hat sich hier auch ein Zimmer im Motel genommen. Soll ich ihn kurz holen? Bitte. Dann gehe ich schon mal bei Isaiah an der Tür klopfen. Ich öffne. Kriegsrat. Hast du schon eine Zeitung geholt? Ich habe mir am Vorabend einen aufs... eine bestellt. Ja, ist eine große Schlagzeile wert, klar. Also es hat voll funktioniert, das Ding. Gibt's aktuelle Umfragen? Ja, es ist jetzt ein bisschen, also wirklich auf 50-50 gerutscht. So. Vorher war ja der
andere vorne, jetzt ist es wieder auf 50-50, jetzt müssen wir auch überall so, begehen sie zur Wahl und so. Ne? Naja. Kopf an Kopf rennen. Mhm. Ah, wir beginnen einfach mal ein bisschen Wahlbetrug, dann passt das schon. Leisure. Yeah. Ich denke, wir holen auf, sage ich schon. Deutet so auf die Umfragen. Meinst du, wir sollten da nochmal ihm nochmal einen Besuch abstatten? Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich finde schon. Wir sollten uns ihn zumindest angucken. Und ja. Mal schauen. Das könnte dann macht diese ganze Sache sehr viel schwieriger. Es könnte jetzt nur sein, dass er von diesem Adam beobachtet wird. Vor allem nach gestern. Ich würde sagen, wir werden den Dicken brauchen. Und zusehen müssen, dass um herauszufinden, wie sehr er beobachtet wird. Du meinst, okay, dass wir den Dicken als Vorhut losschicken? Ja, kann sich doch so gut in den Schatten bewegen. Ich würde ungern damit auffallen, dass ich nach gestern direkt wieder bei Jones aufschlage. Und der Dicke ist zumindest, was das angeht, etwas unauffälliger. Naja. Geht's John? Ist John wieder fit genug mitzukommen? Ja, der ist immer noch etwas angeschlagen. Gut, dann sind es wohl der Dicke und wir beide, oder? Ich denke auch. Beziehungsweise, wir müssen mal schauen, ob wir Angela noch wieder einspannen können. Wissen wir eigentlich, was die im Moment so macht, wo die abgeblieben ist? Die ist zurückgeblieben letzte Woche, erst letzte Nacht. Ah, okay. Sich um John gekümmert. Ah. Wenn ihr wieder reinkommt, seht ihr Angela und den Dicken nicht. Sind irgendwie beide weg anscheinend. Und Andrew und John sitzen sich auf zwei Sesseln gegenüber an dem normalen Wohnzimmertisch. Blickt dann so zu euch. Ich nicke den beiden zu. Hat Sam euch schon unterrichtet darüber, was wir herausgefunden haben? Über den Gegenkandidaten? Ich denke mal, das hast du letzte Nacht noch gemacht, ne? Ja. Gut. Ich denke, es ist um einiges gefährlicher geworden, den Bürgermeister direkt zu konfrontieren. Ich denke, wir sollten den Dicken und Angela mitnehmen. Wo sind die beiden eigentlich? Was essen, denke ich. Andrew steht auf. Ich habe ja auch noch etwas zu essen bestellt für Sam. Ich bin nicht wirklich hungrig. Dann, naja. Was zu essen bestellt? Zimmerservice? Naja. Pizzadienst? Er nickt. Was ist mit dir, Isaiah? Ich hab gestern gegessen, danke. Kleine
dringenden Bedürfnisse. John? Ich weiß nicht, also ich denke, Angela bringt was mit oder so. Okay. Das heißt, der Plan ist jetzt, wir wollen den, ich muss OT gerade mal fragen, wir wollen jetzt ja noch den Bürgermeister konfrontieren. Mhm. Wir wollten noch die bösen Fotos machen. Genau. Und das würde ich eigentlich ungern ohne Angela und Ding machen. Warten wir bis nächste Woche quasi einfach oder was jetzt? Wir können noch mal zu Jelly rüberspringen. Die erwacht ja auch am nächsten Tag. Wollte gerade sagen. Ja. Also in der nächsten Nacht. Und muss ja zur Arbeit. Kein Hunger mehr. Ja, Jelly erwacht, fühlt sich immer noch leicht gerädert von ihrem täglichen Ausflug. Im Tag über Ausflug. Guckt dann auf die Uhr, weiß, dass sie jetzt gleich irgendwann los muss. Sich dann fertig machen, ein bisschen schminken, neue Klamotten anziehen. Ja. Spiegel gucken, locker machen und okay, pack's das. Also als ob nichts gewesen wäre zur Arbeit. Genau, du hast bis hierhin überlebt und kann da nicht eingehen, dass du fast gestorben bist, um jetzt wegen so einer Kleinigkeit gerade drin zu gehen. Also dann, im Büro, irgendwie, wo du arbeitest, irgendwie setzt dich an den Computer wahrscheinlich oder so. Ja, Kopfhörer drin, hör Musik und bin dann dabei auf dem Grafiktablett. Wie sieht das Büro aus, wo Jelly arbeitet? Die hat wahrscheinlich so, keine Ahnung, so ein Doppelbüro. Wahrscheinlich sitzt sie da noch mit irgendwem anders. Weiß nicht, ob der gerade da ist. Relativ offen, große Fenster. Und sie hat halt so ihre zwei Bildschirme. Auf dem einen hat sie so Referenzbilder, so ihre Inspiration. Auf dem anderen ist sie halt am Zeichnen. Und ja, wahrscheinlich so rechts die Tür. Und ja, wie gesagt, Musik am Hören. Und, ja. Dinge am Entwerfen. Ja, irgendwie der Mensch, der mit dir sonst arbeitet, ist in der Tat nicht da. Mhm. Ja, und vor der Tür draußen lungert jemand herum, der die ganze Zeit den Gang hoch und runter läuft. Wenn ich dann die Zimmer auf, mach die Tür auf. Hallo? Hab ich gerade nicht gehört? Ja, sie macht die Tür auf, guckt mal raus. Hallo? Oh, hallo. Ein etwas älter aussehender Mann mit Zylinder, langem Gehmantel, etwas altbacken aussehend. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht genau. Sie sind? Ich bin Jelly. Ich arbeite hier als Designerin. Designerin? Was entwerfen Sie denn gerade, wenn ich fragen dürfte? Das ist ein Produktionsgeheimnis und solange Sie nicht irgendwie für Lillian arbeiten, werde ich Ihnen das sagen können. Tut mir leid. Oh, darum geht es ja. Also ich komme ja gerade aus einem Meeting. Also wenn man so will, habe ich das alles hier gerade aufgekauft. Ach, echt? Mhm. Okay. Sind Sie dann mein neuer Boss? Oder bin ich gefeuert? Ich weiß nicht, an was arbeiten Sie denn gerade? Lohnt es sich, Sie zu behalten? Ich guck mal so den Gang runter, sehe ich Lillian irgendwo, irgendwen, der mir das gerade verifizieren kann, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Fremden in das Büro lasse. Nee, gerade nicht zu sehen.
Kann ich das kurz verifizieren gehen? Ich will halt wirklich keine Schwierigkeiten bekommen. Sie verstehen das, oder? Oh, natürlich. Gut. Dann gehe ich raus, schließe das Büro ab, suche mir irgendwen, der mir das verifiziert, dass gerade der Laden aufgekauft wurde. Ja, kannst dich mit deiner Chefin irgendwie, also mit Lilian auseinandersetzen, die bittet dich dann rein. Was ist denn? Was bist du so aufgeregt? Ich weiß nicht, da vorne läuft irgend so ein Typ mit einem Zylinder. Sieht so ein bisschen aus wie der Nussknacker aus Barbie. Ja, Mr. Pranava. Der, ich weiß nicht, der hat gesagt, er hat hier alles aufgekauft. Ja, er hat nicht gekauft, aber er hat ordentlich Geld hier in die Firma gesteckt, ja. Ach, er ist ein Sponsor. Ja. Also ich lasse mir die Firma schon nicht abkaufen. Ich habe das ja gerade erst richtig, aber er hat ordentlich Geld hier reingestoßen. Also wir können in Großproduktion gehen mit der nächsten Kollektion. Oh, das ist so cool. Ich freue mich, dass das für dich geklappt hat. Der wollte sich ein paar Designs ansehen. Soll ich ihm die zeigen oder nicht? Warum nicht? Ich komme mit. Ja, okay. Und dann gehe ich rüber, mach das Büro wieder auf. Scheint alles in Ordnung zu sein. Er lehnt so irgendwie an der Wand neben der Tür so. Ja, kommen Sie doch rein. Wollen Sie einen Kaffee? Nee. Einen schwarzen bitte. Ja gut, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, die so halt in der Ecke steht. Stell da eine Tasse drunter, mach den Kaffee an und dreh dann quasi mein schönes Designerbüro haben Sie hier. Wissen Sie, wo ich herkomme, da hätten Sie in einem Großraumbüro sitzen müssen. Ja, das kommt immer mehr in den Trend, habe ich gehört. Großraumbüros, Pausenräume, Ruheräume, Kantine. Oh, Ruheräume finde ich besonders gut in Amerika, ja. Die Ruhe wird immer unterschätzt. Definitiv. komm so ruhig rum. Dann setze ich mich wieder vor meinen Schreibtisch. Also, das sind so die groben Vorschläge, ist noch nichts genaues. Schaust du auf den Computer und guckst, also machst den Computer irgendwie so an und so und dann bist halt einen kurzen Augenblick abgelenkt, weil du dich halt mit dem Computer zeugt und dann in dem Augenblick guckst du wieder hin und dann ist er mit seinem Gesicht halt so neben dir so. Guckt auf den Bildschirm. Okay, also oh, Verzeihung. Wie Sie sehen, alles klar, ich war nur nicht drauf vorbereitet. Wie Sie sehen, die neue Kollektion, die ist jetzt eher in Rottönen gehalten. Lilian meinte, Rot kommt demnächst sehr groß in Mode und ich liebe Rot. Ja, es ist eine kräftige Farbe. mit leicht asymmetrischem Schnitt. Wie finden Sie denn Rot? Also Lilian findet Rot auch gut, das habe ich jetzt aus Ihren Worten übernommen, aber wie finden Sie denn Rot? Kommt drauf an. Rot kommt in vielen Spukgeschichten vor als Farbe. Ja, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut, nicht wahr? Irgendein europäisches Märchen. Snow White. Sehr gebildete Mitarbeiter haben Sie hier. Naja, europäische Märchen sind sehr gut für den Einstieg. Gibt es hier in Amerika auch eine schöne Geschichte mit Rot? Kommt drauf an, welche Kultur wollen Sie denn? Die Indianer oder eher was Nördliches, was Südliches? Keine Ahnung, also. So viel Auswahl. Naja, Rot ist eine relativ beliebte Farbe, tatsächlich, ja. Gut. Beschäftigen Sie sich mit den indianischen Kulturen. Das Rot nicht nur die Kriegsfarbe, sondern soll auch irgendwas Heiliges gegen Geister sein, meine ich. Bin mir mal nicht sicher. Irgendwie habe ich mal bei Wikipedia gelesen oder so. Ich habe gelesen, hier waren irgendeine indianische Ureinwohner in dieser Stadt irgendwann mal. Glauben Sie daran?
ich überschlag mal so, Nähe Mexiko. Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Historienkenner, also. Das ist äußerst schade. Können Sie dieses trägerlose Kleid da etwas. Das sieht sehr modern aus, das ist ganz in Ordnung, aber vielleicht indianisch. Okay. Geben Sie mir einen Moment und dann mache ich mal Google auf und google dann mal so Native American Indian. Schau mir da so ein paar Referenzen an. Und keine Ahnung, wenn ich dann so eine traditionelle indianische... Dieses da, und der hat so mit diesem langen, knochigen Finger, zeigt das auf dem Bildschirm. Ja, ich bin sehr froh über meinen sehr ruhigen Herzschlag. Das macht das Lügen sehr viel einfacher. und das Entspanntsein. Ja, klar. Und dann, keine Ahnung, nehme ich mir das Bild, ziehe mir das mal mit rüber... auf mein Inspirationsboard und wird dann den Schnitt quasi abkupfern. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir diese Ledertrotteln da dran lassen sollten. Das wirkt dann doch ein bisschen too much, finden Sie nicht? Lederzotteln. Ich weiß nicht. Ein bisschen verspielt. Kommt drauf an, also je nachdem, wenn wir jetzt noch Federn als Hauptmotiv mit reinnehmen wollten, könnten wir irgendwas in Richtung, ja, wenn wir jetzt noch mehr in die mystische Richtung gehen wollen, Phönix. Der Feuervogel, der aus der Asche entsteht. Ein Phönix, hervorragend. Gute Ideen hat Ihre Mitarbeiterin. Wir sollten sie behalten. Nicht wie Ihr Freund gesagt hat. Nichts ist schon gut. Okay, ich habe jetzt so, habe ich das falsch gemacht? Du bist gestern einfach so von der Show verschwunden, ohne eine, naja. Ja, Regelschmerzen, mir ging's nicht so gut, sorry. Verständlich. Mr. Panama guckt so. Okay, ich werf ihm sein, okay, Typ, reicht jetzt. Guckt dann wieder so zum Design, wie wär's mit so einem Wendekleid? Ich meine, da mache ich so ein anderes Video auf von so einer Frau, die quasi so, ja, zwei Kleider in einem hat, auf der einen Seite den einen Stoff, auf der anderen den anderen, dann hätten wir quasi, wenn wir das jetzt so mit einfließen lassen, dann könnten wir quasi, ja, wenn man hier dann das lösen würde und dann dreht sie sich und dann klappt das andere Kleid runter, dann haben wir einen sehr, sehr pompösen Effekt und man könnte hier so zwei Stangen einfügen, dann könnte man das auch wie Flügel, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich muss da noch drauf rumdenken. Tun Sie das. Ich bin da nicht so gut drin. Wenn ich vielleicht Fransen und Bömmel möchte, ist das vielleicht nicht so gut im Verkauf, wie wenn Sie sich da besser auskennen. Aber ich denke, indianisch und rot, das wird das werden. Ich sag Ihnen, und dieses Phönix-Ding ist auch eine äußerst gute Geschichte. Ja... Vielleicht kann man auch mit diesen Paletten arbeiten. Im Moment sind diese Paletten-Wendeshirts total in. Ich weiß nicht, ob Ihnen das sagt. Das ist so. Auf der einen Seite ist eine Farbe oder ein Bild und auf der anderen Seite, man kann die quasi durch Streichbewegung verändern. Das ist ein bisschen wie ein Chamäleon. Oh. Tarnung. So in etwa. Also, das würde man, ja, die Haut wechseln. So nach dem, je nachdem. Warum sollte man so etwas wollen? Es ist bei den Kindern sehr beliebt. Das weiß ich auf jeden Fall. Und die Erwachsenen haben auch gerne was, an dem sie rumspielen. Die Kinder. Böse, ja. Finger. Wenn sie sich verstecken spielen, nicht wahr? Ja. Ja, da ich würde auch manchmal gerne in meiner Haut wechseln. Haben Sie als Kind gerne Verstecken gespielt? Ja. Sie nicht? Es ist schon länger her. Ich bin ein alter Mann. Ach, Sie sind doch bestimmt keine 50. Oh. Zu gütig. Zu gütig. Wenn ich nichts besser wüsste.
könnte man das als Flirten durchgehen lassen. Ja, nicht am Arbeitsplatz. Da sind hier die Richtlinien leider sehr, sehr streng. Ah, gut. Ich erkenne das bei euch jungen Frauen nicht so oft. Also in meiner Zeit, als ich... Da wäre das jetzt schon ein Heiratsantrag gewesen. Und in dem Land, wo ich herkomme. Wo kommen Sie denn her? Aus Rumänien. Rumänien? Ja. Brnava, In- und Export. Was exportieren Sie denn? Kleidung? Nahrung? Oh, dies Schuhe? Und das. Kleidung. Knöpfe. Habe ich noch nie gehört. Werde ich mir merken. Ein sehr lukratives Geschäft, wenn man sich nicht auf einen Zweig festlegt. Ja, Flexibilität ist heutzutage ein Muss, wenn man in diesem Geschäft überleben will. Ja, in dem Moment kommt eine andere dir bekannte Gestalt vorbei, nämlich Adam tritt das Büro. Aha. Schaut so dich an, guckt so. Und Lillian. Hi. Hallo. Haben wir nicht darüber geredet, Lillian? Ja, ich wollte noch irgendwie, drück den so wieder raus. Könnt ihr euch nicht leiden? Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, er konnte mich noch nie leiden. Ich kann mir nicht denken, warum. Vielleicht ist er allergisch gegen Fröhlichkeit. Gegen Fröhlichkeit allergisch zu sein, ist keine gute Sache. Das endet immer böse. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Eigentlich hat er hier nichts zu sagen. Also. Na, dann ist es ja gut, dass ich hier was zu sagen habe, nicht wahr? Also. Indianischer Einfluss, irgendwas mit Anpassungen und Wechsel. Sagen wir so, Sie haben mich heute sehr fröhlich gemacht. Das freut mich. So, jetzt muss ich meinen Fahrer anrufen. Ich muss ja irgendwie noch nach Hause kommen. Haben Sie irgendwo ein Telefon? Klar. Ich schiebe ihm halt so die Standleitung vom Tisch rüber. Ja. Würden Sie vielleicht für mich wählen? Ich guckt so auf diesen Finger mit dem langen Fingernagel. Ja, klar, kein Problem. Mode, wo ich herkomme. Mode. Mhm. Ja, Bruce, dein Handy klingelt. Befinde ich mich gerade noch im Auto? Ja. Ich sehe so. Es klingelt und wahrscheinlich eher reflexartig gehe ich halt auch dran, aus sofort. Mhm. Ja, Bruce hier. What the fuck? Mr. Pranava, wollen Sie oder so? Ja. Mr. Warren. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin heute nicht am Hotel, Mr. Warren. Hey. Ich habe hier eine äußerst interessante Frau kennengelernt, hier in dieser Firma. Wie heißt sie denn noch? Wir müssen sie umbenennen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Sir. Sie wissen aber, dass wir heute ausgemacht haben, dass der Umzug heute anstand. Ja, ich müsste ja auch nur ganz kurz gefahren werden, Mr. Warren. Ja, es wird sich ein... Dafür haben Sie gestern ja frei gehabt. Ich hab dich gerade nicht verstanden, tut mir leid. Dafür haben Sie gestern ja frei gehabt. Ja, da war ich auch sehr froh, wenn ich fahre noch was von der. Ich glaube, ich habe Ihnen mitgeteilt, dass wir uns dann heute auch treffen. Ja, aber wir haben ja, also, OT, wir haben doch jetzt überhaupt nicht 23 Uhr oder so, ne? Noch nicht, nee. Also,
Gut, dann soll ich sie um 23 Uhr wieder abholen. Ja, Sundown Aesthetics. Oh, okay, ja, ich weiß, wo das liegt ungefähr. Sehr gut. Ich werde da sein. Davon bin ich überzeugt, Mr. Warren. Weiß die Dame in der Lobby Bescheid? Bezüglich des Autoschlüssels? Oh, ich sende meine neue Freundin nach unten und die wird sie da treffen vielleicht. Ich meine am Hotel. Ich meine, der Wagen steht doch noch am Hotel, Nein, oder? nein, 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 der Wagen steht schon hier. Ach so. Ja, natürlich. Dann komme ich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Na gut, dann werde ich Sie nachher abholen, ja. Wie sagt man in Amerika? See you later. Ja, bestimmt. Ich leg auf. After a while, Crocodile. Kangaroo, aber das ist wohl eher australisch. Ein schönes Land. Etwas weit weg. Die Reise dorthin ist so beschwerlich. War ich noch nie. Ist Ihre Tastatur immer so laut? Ja, mechanische Tastatur. Ich habe ein empfindliches Gehör, müssen Sie wissen. Soll ich eine leisere bestellen, für den Fall, dass sie mir jetzt immer bei der Arbeit zuhören? Oh, ich würde liebend gerne jeden Tag bei der Arbeit zukommen. Aber das, meine Arbeit verhindert es leider. Machen Sie Naja, ich nur diesen denke. phönix-indianischen Rotkleidton fertig. Nennen wir ihn Brnava. Was bedeutet das, Panava? Das ist mein Name. Ja, aber er hat doch bestimmt eine Bedeutung. Sowas wie Smith, Schmied bedeutet oder. Finden Sie es heraus, dann haben Sie eine Aufgabe. Eine Rätselaufgabe. Aber seien Sie vorsichtig, Ja. manchmal gefällt einem nicht, was man findet. Ja. Die Erfahrung hat wohl jeder schon mal. Ich denke, ich muss noch etwas mit Ihrer Chefin besprechen. Es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben. Ebenfalls, Mr. Panava. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Einen schönen Abend noch. Und so läuft dann mit gefalteten Händen durch die Tür da draußen. Wirkt so ein bisschen, als ob er schwebt. Nicht wirklich so, aber. Sobald die Tür zu ist, 21, 22, 23. Boah, was für ein Creep. Tür geht wieder auf. Ich habe ein gutes Gehör. Breites Grinsen. Sie schätzt bestimmt Ehrlichkeit. Und dann versinkt sie hinter ihrem Laptop, der im Computer sitzt schon, oh je. Oh, Auspex ist oh. so eine schöne Fähigkeit. Sie ist wahrscheinlich sogar rot angelaufen, so ganz leicht. So in dem Maße, in dem sie es halt kann. Und so, Entschuldigung. Ja. Ja, gut, dann, ich denke, wenn ich auf die Uhr gucke für heute, können wir es dann dabei belassen. Mit keinem großen Cliffhanger. Jelly etwas eingecreept. Bruce angenervt, weil er seinen Umzug jetzt schneller zu Ende machen muss. Isaiah und Samantha mit viel vor der Brust noch zu erledigen. Und mal schauen wir mal, wie es in 2 Wochen hoffentlich weitergeht. Dann auch mit Dr. Angela wieder. Und dann werden wir auch herausfinden, was Dr. Angela den ganzen Tag gemacht hat. Mal schauen. Und ja, danke, dass ihr mitgespielt habt und dass ihr da draußen zugeguckt habt. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es auf YouTube später nachschaut, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Das freut uns immer. Und
Ja, man könnte auch noch bis zum Mai den Kommentar der Woche gewinnen. Und im Mai kröne ich dann den super Kommentar und dann könnt ihr sogar, wenn solltet ihr Glück haben, eine Karte für, boah, ich rede ja schon wie Panava, eine Karte, ihr könnt eine Karte gewinnen für die Nerdcon. Da könnt ihr Mr. Panava dann in Leib und Seele treffen. Ob ihr das wollt, ist eine andere Frage. Mr. Panava wird abends durch die Zimmer gehen und jeden Einzelnen ein Gute-Nacht-Küsschen geben. Bin ich da! Es gibt jetzt eine Parallelkon. Zu den bösen Kindern kommt Mr. Panava und zu den netten Kindern kommt Jelly. Oh. Mit Keksen. Mit Keksen. Oder die Oma Knutzen. Ja, genau, die Guten. Ja, ja, es bleibt sonst nicht mehr. Ja, du lebst noch, genau. Noch. Jetzt nicht mehr. Der Nosferatu weiß von mir, das war's jetzt. Ich habe jetzt nur 48 Stunden. Ja. Du hast doch gar kein Nosferatu. Nein. Ach so, der, ach ja, doch, ja. Ja. Ja, aber Amanda ist nett. Ich wäre dafür, dass irgendwie Vogelgrippe oder so zuschlägt. Ja. Es wird Zeit, ja. Glaube ich auch. Das wäre tragisch, ja. Mein Gott. Nachher ist aber die Katzenseuche auch noch und dann ist Boogie dran. Oder? Das war, naja. Ich halte das auf einmal für einen ganz massiven Fehler, dass ich nicht einfach versucht habe, Jelly zum Blut zu binden oder sowas. Weil, holy shit. Ich weiß jetzt, wo ihr schlaft, ne? Ja, das war ein Fehler. Ganz, ganz eindeutig. Ja. Gut, ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und ja, wie gesagt, kann mal einen Kommentar hinterlassen, das wäre super toll. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wo sieht man euch das nächste Mal, nächste Woche? In 2 Wochen wieder hier. Mich sieht man in 2 Tagen zeichnen. Ah, mit den Nordpol Spring Break. Macht alle mit. Ja. Ich bin immer noch in Panava. Nordpol Spring Break. Da geht es vielleicht auch um Mode. Wer weiß das schon? Vielleicht zeichnen wir da ein native-amerikanisch inspiriertes Phönixkleid in Blutrot. Sehr frühlingsinspiriert. Ja. Wo sieht man dich das nächste Mal, Kaku? Ist, glaube ich, noch nicht eingetragen, aber ich meine am Dienstag wird Cthulhu gespielt bei Mishka. Oh, ja. Bestimmt eine super Sache. Ja. Ja. Dann sage ich den Segen der Nacht zu euch da draußen. Wenn jemand vernünftig das gucken kann, könnt ihr noch eben mal schauen, wer noch alles da ist. Weil ich kann das mit meinen komischen Kontaktlinsen nicht so gut. Ja, yeah, ich kann gucken. Ja, das wäre nett. Da ist ein Hexwert. Akroma ist da. Another TV-Viewer ist bestimmt so ein Bot. Artworks for Free bestimmt auch ein Bot. Bananane ist da. Ist auch ein Bot. Bean ist da. Meine Güte. Commander Root ist auch ein Bot. Viele Bots. Ich hab ganz viele Bots, damit ich so viele Zuschauer kriege. Dollar T Power, D-Rex war da, Mondnebel war da, Positivity Bot, Percy Kane, Redpack, Schattenjäger, Steelhammer, Tate und Yajirobi waren alle da. Coole Leute. Und Rerion und so ist schon gegangen und wer ist noch gegangen? Ich habe eben noch irgendeiner. Shamasa ist schon gegangen, auch. Genau, und irgendwie jemand ist noch gegangen. Downey, glaube ich. Ja. Downey. Ja. Danke fürs Zugucken und fürs fleißig Kommentieren. Und wir sehen uns dann zu Vampire in 2 Wochen wieder. Und ansonsten könnt ihr, glaube ich, Klingende Nacht sehen. Kann das sein? Am Freitag. Ich schau mal eben. Ist es für Freitag eingetragen? Ich schau mal eben, ob ich mich nicht vertue. Oh ja, genau. Und Downey war auch da. Und hat ganz viel gechattet mit uns. Jo, Klingende Nacht am Freitag. Auf
diesem Twitch-Kanal wieder zu sehen. Ja, also wenn ihr DSA mögt, guckt ihr da rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal Vampire in 2 Wochen. Und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.